Ein grandioser Film. Habe ich Ja, damals, da? ja. Habe ich hier? Ich glaube, den schaue Kann ich man den heute. noch mal gucken? Eigentlich Kann man nicht, den aber noch? naja, Nee, eigentlich. Man sollte, aber man kann sollte auf man. jeden Fall. Also ganz ehrlich, wo Mike Krüger da am C64 loslegt, das ist schon grandios. Hey, 29% Strom. Der nimmt tatsächlich auf. Kamera verkehrt rum. Und Aufnahme. Prost, Chris! Ja, servus Michi. Beziehungsweise, Wir müssen reden. hello, Miss Sophie. Sagt es dir was? Ne? Thema Filme? Mir ist so viel. Silvester? Hm? Ja, der redet, der spricht die anders aus, ne? Sophie, Sophie. bricht halt falsch aus vielleicht. Ja, das kann schon sein von da. Ja. Der Ja, wir 80. müssen an den Tisch Geburtstag. genau. Da ist wieder der Titel übel. Wieso? Ja, Dinner Ja, for die. One, und auf Deutsch heißt das Ding der 80. Geburtstag Ja, oder das, so etwas. das kann durchaus sein. Interessanterweise, was viele nicht wissen, ist nur in Deutschland erfolgreich. Ja, auch der Komiker selber, also der das gespielt hat, war in seinem Heimatland auch nicht so erfolgreich. Ja, nee, das. In Österreich haben sie es nochmal Ja, gedreht, leider. was auch echt mit übelst Schaut komisch billigen, aus, ja. Aber ja. wir drehen es jetzt auch nochmal neu. Ja. Ja. So. Und zu dem Thema Übersetzungen und so weiter, da muss ich dann auch noch was zu sagen. Aber fangen wir Echt? mal Weiß ich jetzt einfach gar an, nicht. drehen Genau, los. ja, setz dich doch einfach mal dahin. Genau. Wir haben hier, wie gesagt, es ist der 80. Geburtstag. Hier ist Miss Du stehst Sophie. auf dem Tisch. Und hier ist Das hat er nicht gemacht. Das ist James, James, heißt er, ja, James. und Sophie. Und hier ist Admiral Smiler. Oh Gott, ich würde sie jetzt nicht zusammenkriegen. Dafür habe ich echt zu viel Bier drin. Mr. Winterbottom. Mr. Ja. Winterbottom. Oh Gott, wie war der Rest? Admiral Bond Ja. Schneider, Mr. Ja, gut, den Rest kriegen wir vielleicht nicht mehr hin. Aber ich habe hier Nee. extra auch einen, ja, einen Ich Bärenkopf, sehe ein dich Bärenfell gerade. quasi. Es ist ein grüner Bär. Ach Aber nein, ja, ach deswegen habe ich die doch da deswegen. hingepackt, damit ich hier so drüber fallen kann. Und ich habe sogar Okay. ein Tablett, ja, mit dem ich hier rumlaufen kann. Ich sehe dich gerade nicht hier. Ja, Nein, ein du Tablet. siehst, ja genau, du hast zu viele Köpfe da hingepackt. Ein Mana-Tablet. Ja, nee, es ist Deine. ein oh, ja, hätte ich ja eigentlich auch nehmen können, ne? Aber es ist einfach Ja. nur ein Blank Cast ein Gold-Tablett quasi. Ja, Miss Sophie, how about Ja. the Whatever, soup? yeah. Ja, und dann gibt's Und jetzt Sherry muss ich with the echt zu der fish. Also, bösartigsten Übersetzung ja, da bin ich aller jetzt Zeiten gespannt. Das ist von mir noch euch. gar nicht Und aufgefallen. wir sind wirklich. Nein, also es ist keine böse. Also es ist. Ja, am Also wir Anfang ist waren ja noch mal wirklich extra mit einer in der etlichen. deutschen Fassung, der Der erklärt, ist lange was passiert, erklärt und so damit es auch weiter. jeder Genau. versteht. Ja, genau. Ja. Genau. Das ist auch alles nicht das Problem. Ah, pass Aber auf. wir waren wirklich in einem Englischkurs mit Okay. mehreren Leuten. Okay. Und der Englischlehrer, das war ein, ich weiß es gar nicht mehr, wo der ich glaube, das war tatsächlich ein Engländer. Okay. Und der kam Vollkommen. tatsächlich an und sagte, er versteht nicht, dass viele Deutsche Cheerio als Prost sagen. Ja, seit dieser Sendung Seit wahrscheinlich. dieser Sendung tun das extrem viele. Er kannte sie nicht, weil Engländer kennen diese Sendung Nee, tatsächlich das ist nicht. richtig. Das ist wirklich. Und wir haben sie ihm dann mal empfohlen, und dann beim nächsten Folge kam er dann tatsächlich wieder und sagte, okay, er versteht es jetzt. Er versteht allerdings nicht, warum. Also ja, es kommt wahrscheinlich aus diesem Film. Ja, naja.
Ja, er versteht aber nicht, dass die Deutschen es angenommen haben, weil der Typ ist ja sturzbetrunken. Wie kommt man denn auf die Idee, dass Cheerio Prost heißt? Ja, ganz bestimmt hast du, das ist halt der Hochadel, ja, der Prostitut. Und dein Englischlehrer, keine Ahnung, der wird davon halt natürlich nichts wissen, das ist auch klar. Aber ich, also jetzt so Ja. abends, wenn wir jetzt so zum Abendessen, irgendwie, da Ja, ne? Da sagt man Cheerio. Die Ja, und Lyona eigentlich auf dem würde Teller Engländer liegt, dich dann rausschmeißen. dann Cheerio mit Apfelsaftschorle, ja, natürlich. Macht man das. Ja, wie Ja? Apfelsaftschorle. Ja, zum Okay. Abendessen, ja klar. Kann man Da schon. bringst du das deinen Kindern auch schon bei, Cheerio. Ab morgen, ja, vielleicht, weiß noch nicht. Ja, nein, aber das es Also. funktioniert. Irgendwie ist es plausibel. Es hört sich nach einem Prostspruch an. Richtig, genau. Aber es ist halt der Rauswurf, ne? Ich bin dann mal weg. Und. Nee, Ja. ja, kann man so und so. Ich meine, es gibt ja immer mal für Also. zwei aus. Nee. Also mit Prost hat das wohl definitiv nichts zu tun. Und wir konnten dann tatsächlich mal einen Englischlehrer über seine Sprache aufklären. Ja, Ja. ja. Also das ist echt eine übelste Fehlinterpretation, die ich auch jahrelang Ja, aber mitgemacht habe. wieso sagt er, sollte denn sonst immer Cheerio sein? Der sagt doch nicht, ich meine. Weil der stinkbesoffen ist. Meinst du wirklich, dass das Ja. ein gewollter Das Scherz ist, den man in Deutschland nicht versteht? ist tatsächlich richtig. Okay. Ja. Ja, Ja, aber den was soll hat er man denn nicht sonst sagen? verstanden, weil So, er. was. Der sagt so wie wir auch, ja heutzutage, was hauen die denn da? Den Feigling auf den Tisch und sagen runter damit oder keine Ahnung, was das jetzt an Trinksprüchen gibt. Oh ja, nein, da So war gibt's. das Ah, da kann man wahrscheinlich eine in eigene den Folge 70ern. machen mit Trinksprüchen. Irgendwie, da gibt's auch irgendwie. Trinksprüche, ja genau. Und so war das wahrscheinlich mal auch da runter damit, tschüss oder sonst Ja. irgendetwas. Aber es bedeutete nicht Prost. Okay. Also ich muss sagen, das ist bei uns mittlerweile wirklich eine Tradition. Okay, das Handy sagt dir irgendwas von 10% Akku. Na, schauen wir mal. Ja. Und es ist wirklich Tradition, das zu gucken. Und ich kann mich noch an ein Jahr erinnern, wo ich wirklich verzweifelt versucht habe, das irgendwo im Internet zu finden. Weil es Ja. irgendwie zu einer blöden Uhrzeit kam und naja, Videorekorder ist halt heute auch nicht mehr Ja. unbedingt, was man unterm Fernseher stehen hat. Und dann habe ich wirklich genau so eine blöde Version erwischt. Ja, und ich war entsetzt. Die war Genau, so schlecht aus weil. Österreich. Was ich auch nicht wusste, ist, es gibt tatsächlich im Internet keine Schwarz-Weiß-Version mehr in Deutsch. Ja, aber die will man doch. Das ist doch das, was man. Naja, sie wurde Ja, nachkoloriert. toll. Und Also. man, ja, sie ist gar nicht Na, schlecht. aber dann, Also nein, man kann sie das ist doch, wirklich das ist doch, angucken. das will man doch nicht Aber trotzdem, das auch wenn es Original, perfekt nee, ist. es gibt es nicht mehr. Also ich habe auch wirklich lange gesucht. Also gerne Kommentare, einen Link rein, wo man die Schwarz-Weiß-Version aus Deutschland noch kriegt, mit Sprecher und allem drum und dran. Ja, Aber natürlich, das ist soweit schon ich wichtig. weiß, wurde die auch schon damals nachkoloriert ausgestrahlt. Na, weiß ich nicht. Das ist ja schon alt. Das war, Das ist. ja, aber das war sehr schnell da, aber die war sehr nah am Farbfernsehen dran und wurde sehr schnell nachkoloriert. Das ist Die alles schlecht. Schwarz-Weiß-Fassung, die du immer findest, ist tatsächlich die österreichische. Die ist irgendwie 3 oder 4 Jahre später irgendwie nochmal entstanden. Da haben sie den gleichen Den Quatsch haben sie, nochmal den, genau, nachgestellt, auch den allerdings Schauspieler nochmal geholt und so ohne, weiter. richtig, Ja. aber ohne die Kulisse. Also Ja, die haben eine es andere sieht Kulisse sehr genommen, billig die aus, ja, das ist richtig. wirklich billig, also richtig übel. Ja. Die haben noch nicht mal Fotos in den Bilderrahmen geschafft. Dafür haben sie die Bilderrahmen verkleinert, damit sie in irgendeiner Weise Tiefe in den Raum kriegen. Also richtig übel. Da spricht der Für eine Treppe. Fotograf wieder aus dir. Ja, total, also wirklich. Dann haben sie keine Treppe da drin. Ja, aber die musst du die Treppe, die müssen doch Oh. zum Schluss die Treppe auch hoch. Die müssen doch Nee, nee, gar quasi nicht. so, Gar na, nicht. da ist ja noch Ja. der Spaß zum Schluss so von wegen, na, Ja, dann gehen die zu natürlich. zweit Und wieder hoch, eigentlich ne? schleppt sie ihn Ja, Treppe hoch. genau. Und Und ja, das nee, ist ist so alles genial. nicht. Und es gibt keinen Sprecher. Und der spricht tatsächlich sehr lang. Also der erzählt, glaube ich, Ja, das ist natürlich. vier, 5 Minuten erklärt er es nochmal und es gehört Ich dazu. finde Es ist. es cool, ich finde auch den Sprecher cool, der passt da wunderbar rein. Nachteil sehe ich natürlich so ein bisschen, na, man muss es den Leuten hier in Deutschland erklären.
Wo ich sage, oh, naja, aber eigentlich, naja, wenn es ist auf Englisch, wenn ihr es nicht versteht, dann lasst es einfach. So schwer ist es nicht. Ja, aber so war es Ja, halt. natürlich war es so früher, aber so Englisch, oh, das ist ja so. Und gerade einer, der überhaupt kein Englisch spricht, für den ist natürlich Shirio jetzt zu prosten. Ja, das ist aber ganz, das ist bei mir schon auch. Also ich habe das, nee, Ja, ich habe das auch nicht so verstanden, dass der so betrunken das ist. bringst du nicht in einen irischen Pub. Oder nur einmal. Naja, meinst du nicht? Ich würde sowieso zu irgendwelchen komischen Pubbesuchern würde ich sowieso nicht Cheerio zu posten. Das. In einem irischen Pub ruft man Ja, Scott. ich wollte ja, so wie Admiral Don Snyder. Der sagt immer Skull und dann muss er immer so die Füße zusammen und Unter die dann. Hacken Genau, zusammendonnern und ja. ja. Ah, das ist genial. Interessant, was allerdings sehr schade ist. Der Schauspieler selber hat nie erfahren, dass es so erfolgreich ist. Also zu der Zeit, wo das aufgenommen wurde, war das gar nicht so der Hype. Nee, das ist erst Das später haben eigentlich passiert. erst die Nachfahren von ihm dann mitbekommen. Ja, das Ding lag, glaube ich, sehr lange auf. Und was heißt Hype? Naja, nein, Ja, aber also ich hatte es wird an tatsächlich die mal, immer also ausgestrahlt auf zwei, drei Sendern jedes ja genau, Semester. also ich hatte mal mit den ganzen Dritten wird das ja immer ausgestrahlt und dann tatsächlich pro Sender zwei, dreimal an Silvester. Irgendwann sind wir mal auf 30 Folgen gekommen. An einem Silvester. An einem Silvester, Oh ja. Gott, nee, das ist ja. Allerdings, ja, natürlich sehr viel parallel, ja, wenn es Bayern 3 bringt und dann, was ich, NDR oder so, irgend so etwas, ist es halt parallel Ja, gut. ausgestrahlt worden, aber alles immer in den Dritten. Ja, ist richtig. Und es ist die Frage, was da natürlich an Geld fließt bei den Öffentlich-Rechtlichen. Wie Und meinst du das? So an die Erben oder was? Oder wie meinst du das ja, jetzt? die Erben glaube ich nichts. Weil das war Naja, oder halt die haben den an die Schauspieler Produktionsfirma. gemietet. Ja. Ja, aber auch glaube ich nicht. Nee, ja, die haben den einmal gebucht und aber der Ruhm, weißt du, mit dem würdest ja, wenn du noch leben würdest, könntest du ja sagen, hier, ich werde Silvester permanent rauf und runter Nö, georgelt da und käme brauche schon Kohle rein. Filmangebote Ja, und sonst wie. oder Genau. ja. Ja, Aufträge, dahin ist eine Wisp. Hinter den Bäumen Oh rechts. ja. Ja, vielleicht setzt sie sich dazu. Ja, Vielleicht kommt sie jetzt an den hier ist Tisch, noch genau. Platz. Also, genau, also wir sind gerade mittendrin, eigentlich sind wir, oh, die kommt näher. Jetzt ist er runter. Jetzt kommt sie wieder hoch. Alter, die ist gleich hinter dir. Nee, ich krieg die schon. Ich habe hier so ein Schwert, weißt du, dieses. Dauerfeuer. Schauen, Wo ist sie jetzt ist denn? sie weg. Nee, die ist bei Wobei. mir drin. Doch nicht. Wobei ich müsste Wisps sogar wirklich. Nicht hin. Ah, eine Unruhe jetzt, eine Unverschämtheit. Die stört die. Da ist Jetzt ist sie hat weg. sich Jetzt aufgelöst. ist sie weg. Er hat sie aufgelöst? Ja, dann muss ich kurz dahinter. Oh, hier sind Spinnen. Nee, war nicht weit. Die ist oben auf dem Baum. Oben auf dem Baum liegen die Sterne. Die Punkte. Nee, ich will nicht die Muss auf Punkte, den Baum ich rauf. will hier Dings. Aber ich bin. Was willst du? Ja, die Wisp hat so ein. Ihr Liebe, der wird auf dem Baum liegen. Genau auf dem, ja, genau. Jetzt müsstest du zu den Punkten langsam kommen. Ja, genau, da Ja, die muss das Punkte Zeug sind liegen. das. Hahaha. Das Ethereal Essence. Das ist cool, weil das gibt's von Wisps. Au. Ja, ich bin das jetzt Ja, dann platt. nehme ich auch gleich mit. Und das gibt's gleich nur von Wisps. Aber okay, lass uns weitermachen. Ja, Ja. also, Schweine und Don Snyder, Diamanten. warst du gerade stehen geblieben? Nee, waren wir noch gar Ja. nicht. Wir waren bei den Don Snyder stehen Ja. geblieben und die Miss Sophie hat ja Leute um sich drum herum. Und wie ihr seht, hat sich seit der letzten Folge keiner aus der Community bereit erklärt, mit an unseren Tisch zu gehen. Nee, nee. Und Das ist sehr traurig. total. Vielleicht lag es daran, dass die letzte Folge etwa 10 Minuten, naja, 20 Minuten, 20 Minuten her ist. Du bist so ein Depp. Du bist so ein Depp. Ah.
Habe ich jetzt gerade irgendwie eine Pointe versagt? Nö, kann man nicht, ja auch nicht. Aber man muss ja nicht, du weißt, im Filmgeschäft ist fast wie mit Magiern, man verrät seine Tricks nicht. Nein, so müssten wir ja offenlegen, dass hier sich keiner für interessiert. Aber wenn wir sagen, ist jetzt blöd, ihr hattet gar keine Chance. Hast du nicht irgendwas Schönes, was wir verschenken können? Für den nächsten Kommentar von jemandem, den wir nicht kennen. Was schenkst du dem? Im aktuellen Buffcast war das nämlich auch so. Da war die Frage, auf welchem Platz sitzt ich weiß gerade ihren Namen nicht. Die das mehr oder weniger jedes zweite Mal moderiert. Am welchem Platz sitzt die? Und der eine sagt einfach so, am Fensterplatz. Und der andere so, ja, scheiße, jetzt hast du es aufgelöst. Eigentlich wollten wir einen 3.000-Euro-PC verlosen. Können wir jetzt leider nicht. Tut uns leid. Na, den hat halt er gewonnen. Ich finde es sowieso immer so ein Witz von wegen hier irgendwelche Mitarbeiter ausgeschlossen und so weiter. Dann kriegt er jetzt den PC. Das war doch der... Wenn die intern wissen, dass er es eigentlich gar nicht wissen konnte, dass es echt spontan war, dann soll doch der den PC kriegen, finde ich okay. Ja. Was hätte ich schon Zeug gewonnen hier, was hier intern bei uns... Über den aktuellen Verlosungsgrad der Firma, für die wir arbeiten, will ich nicht reden. Naja, du bist bei dir ist ja so eine blaue Firma irgendwie und da. Ja, und bei euch, ihr seid ja auch eine rote Firma inzwischen. Naja, wir sind eigentlich blau. Wir sind eigentlich rot und ihr verlost jetzt Tickets zu Sachen, wo anschließend der Gewinner bestimmt vorbeikommen muss und die Tickets bezahlt. Ah ja, naja, aber er kriegt das Ticket. Das muss er dann die Kohle für auf den Tisch legen. Das kann schon sein, aber das Ticket würde er so gar nicht, nie mit Geld bezahlen können. Super. Das ist halt, ehrlich. Geht halt nicht. Nee, geht gar nicht. Ja, was weiß ich, was so ein Ticket kostet? Da ist die Bilanz gleich im Arsch. Euro. Wenn du es offiziell kaufst, aber das ist ja nicht so. Ja. gut, dass du es ansprichst. Also wir reden auch weiter nur über Farben, die Firmennamen werdet ihr nicht erfahren. Nee. Also natürlich nicht. Blau, wie man rot, an deiner Rüstung erkennen kann. Und du bist rot, wie man an deiner Rüstung erkennen kann. Ja. Ja. Aber jetzt lasse ich es einfach raus, du arbeitest für die Dresdner Bank. Aber Moment, die gibt's ja gar nicht. Die eigentlich noch? Nee, die sind ja von der Commerzbank. Ich wollte gerade sagen. Ja, naja. Ja, deswegen wundert es mich, dass du hier noch nicht die neuen Arbeitsklamotten anhast. Im Bankgewerbe tätig, weißt du schon. Ne? Also nicht, dass ich mich damit auskennen würde. Ja, und weißt du was? Die hatten doch immer so eine Schleife, ne? Als Symbol. Ich kenne, ganz ehrlich, ich gucke schon jahrelang kein Fernsehen mehr. Ja, was heißt das? Weiß man doch. Von der Werbung früher, also wenn ich Werbung sehe, sehe ich sie auf YouTube. Ja, das ist auch richtig. Das Band des Vertrauens oder sowas? Kann das sein? Das grüne Band der Sympathie. Der Sympathie-Ras, ja, okay. Ja. Sympathie allein scheint nicht zu reichen. Das heißt ja nicht, dass die Kunden unzufrieden waren. Die Bank wurde nur aufgekauft. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Meinst du? Nö, weiß nicht. Mit das den Kunden, hat, ja, was ganz ist, ehrlich, ja, Aufkaufen einer Bank hat etwas damit zu tun, wie dämlich ein Geschäftsführer ist oder ob er die Bank verkaufen will. Das hat ja nichts. Was heißt dämlich? Ein Geschäftsführer, der will natürlich verkaufen. Der wird ja hinterher nicht mehr dort arbeiten müssen. Wieso legst du mir jetzt hier so Birne? Ich will einen Steak. Ich will das Steak von Matrix. Außerdem müssen wir jetzt langsam wieder zum Thema zurückkommen. Filme. Ja, komm, jetzt hier, du bist an der Reihe. Ja, Thema Filme. Ja, Sekunde. Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, keine Pornos, nur normale Filme. So, hier ist dein Steak. Ja, das ist auch mit genau... Mit Preiselbeersoße, komm, da ist Ah, ja, köstlich. Ja, da tue ich dir sogar das. Ja, also ganz ehrlich, warte, ich bin gleich wieder da. Ja, red weiter. Gehst kotzen oder was? Nee, nein.
Nein, 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 aber das wissen wir schon. Das ist super. Hier das Dings und Sorry. ich will natürlich. Ich habe die Räuspertaste übrigens gefunden. Bin gerade verreckt. Ja, weiß nicht. Also hier bei mir kam alles an. Nee, glaube ich nicht. Ich will. Ah, eine Kartoffel dazu? Ja, natürlich, ich will natürlich auch eine Ofenkartoffel dazu, wie das Die Tim Taylor den. Kartoffel. Oh ja, lass uns über Tim Taylor kurz reden, über die Männerküche. Sehr gern, ja. Und mit der Makrowelle. Ja, und dem Metzger im Mit dem Metzger im Kühlschrank. Kühlschrank, jawohl. Und wie Elle ganz entsetzt fragt, hält unsere Bleischürze die Strahlung ab? Meine schon, für Männer Ja, ist genau. Blei nicht gereicht. Sehr Ah, schön. Aber man eine sehr kann ihn gute. nicht nochmal. Also, er lässt mit der Zeit wirklich nach. So beim dritten Mal gucken oder so geht's dann echt. Ja, jede Folge dreimal meinst du jetzt? Ja, Das sind ja genügend Folgen. Naja, doch. das ist ein. Aber ein Aber. viertes Mal ist jetzt echt übel. Das Was, geht was, gerade was? nicht. Hier, So. Challenge. Ja. Challenge? Ja. Ja. Kennst du Psycho Dad? Das ist ein Cartoon, oder? Nee, 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 nee. Das ist Bestandteil einer Serie. Ich kenne das von El Bundy. Ja, natürlich, El Bundy, Ja, juhu! nee, 100 okay. Punkte. Leider gewinnst du nicht den 3000 € PC, weil du hier ja auch. Ja, natürlich. Ah, hier. Ja, El auch El Bundy for the Bundy. win. Wie heißt das Ding im Original? Ah, irgendwas mit hier geheiratet, Familie geheiratet oder so, irgendwie, keine Ahnung. Just, ja, Married. Married with Children oder so, irgendwie sowas. Nein. Doch. Na komm, ich schalte hier sogar mal kurz auf Ja, ich ich gucke. habe hier gerade einen Browser offen. Ja, nicht, dass er nicht mehr aufnimmt. Der nimmt auf, der nimmt halt jetzt hier meinen Chrome auf. El Bundy Wikipedia, so, da wird es ja bestimmt stehen. So, Schuhverkäufer. Eine schrecklich nette Ja, Familie, ist genau, natürlich das wieder der deutsche ja. Titel, bla bla bla. Ja, na, aber original. Vielleicht, wenn man hier mal auf EN Wikipedia geht. El Bundy? Ja. Wenn ich eine Ja, natürlich, schrecklich. Married with Children. Ja, Nein, natürlich habe ich wieder ehrlich? recht. Ja, natürlich, Heißt das ja. wirklich so? Aha. Schlimmer ist die IMDb gerade. Marriage is Challenge, das macht ja aber noch weniger Sinn. Ja, wieso? Darum geht's doch genau. Ja, Kann aber ich da er nicht hat sie ja ranzoomen nicht unter Windows? Nee, kann ich geheiratet, nicht. er hat sie ja nicht geheiratet mit Kindern. Das sind ja Weiß schon. man das? Das sind ja Weiß schon. man? Er musste sie heiraten, weil sie schwanger war. Ja, okay. Ja, Ja, von jemand okay. anders vielleicht. Keine Ahnung, ich weiß es Naja, nicht. weiß ich nicht. Ist nie aufgeklärt worden. Ich find jetzt die IMDb gerade. Also ich liebe die IMDb, ein Quell ewigen Wissens, wenn es um. Nee, 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 Metascore. Du bist bei Metascore? Okay. Nee, eigentlich auch nicht, aber. Also ich bin bei der IMDb eigentlich sehr Ich höre immer, zufrieden. das Gibt es auch ist eine gute wichtig. App dazu. Aber ich trinke eine schrecklich nette Familie ein und was kriege ich als ersten Vorschlag? Die Geissens. Ja, aber stimmt ja nicht. Ich Nett habe sind die keine nicht. Ahnung, was die Geissens sind. Was sind die Ja, das machst du Geissens? jetzt hier fürs Video. Natürlich weißt du, wer die Geißen sind. Nein, ja, ich Ja, habe das da. sind diese schrecklichen Mehe mit Klamotten reich geworden Ist der. und oh, Proll. Wie mit So, Klamotten Prost. reich Ja, der hat doch geworden. hier diese, ich weiß nicht welche Marke, interessiert mich auch nicht. Der hat irgendeine Marke, nicht Chiemsee, aber irgendwie sowas. Hat der, Ehrlich? naja, der hat schon auch, ist schon Geschäftsmann. So kann man schon, also irgendwie, das funktioniert schon, was der gemacht hat, aber. Eine schrecklich, ach deswegen, eine schrecklich glamouröse Familie. Ja, das kann sein. Ja, glamourös sind sie ganz bestimmt. Aber ich glaube ja, meine Vermutung ist ja, also Nee. ganz ehrlich, würd ich mit Klamotten einen Haufen Geld machen, würde ich ins Fernsehen wollen und mich hier so, oh, ich kaufe hier Aber zwei das ist was Fernseher für mein. anderes. Da geht's um Ben Bledsoe.
wird das Ah, ihm. der gute Ben Bledsoe. Kennst du den? Nein. Wer soll das sein, bitte? Synchronstimmen. Ah, weißt du, wer die ist? Ja, okay, hat Ach so, aber. die haben die Geißens auch noch Synchronstimmen. Das kann natürlich Ja, sein. natürlich. Meinst du, die reden So war er hier, Alter, weißt du, machst du hier Pizza bitte für mich? Und dann müssen die es natürlich übersetzen, irgendwie in hier Also den ich Truthahnbraten, kenne ihn bitte. tatsächlich nur als Synchronstimme von vielen Sachen. Ansonsten habe ich den auch noch nie gesehen. Welche Sachen zum Beispiel? Dann sagst du mir vielleicht auch was. Ronan der Chacha Barbar. Bings. Ja, bitte, noch eine weitere. Naja, Spirited Away. Das heißt im Deutschen ja. Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, ein grandioser Ein Film. Mein grandioser. Handy ist, glaube ich, gerade ausgegangen. Das macht nichts, ich habe noch für etwa 4 Stunden jetzt. Oh, ist, glaube ich, das erste Mal, dass mein Handy ausgeht und kein Video da ist. Und die Festplatte Etwas blinkt munter. Dann. CSI in New York mitgespielt, wahrscheinlich eine Leiche. Bei Las Vegas hat er mitgespielt, wahrscheinlich eine Leiche. Bei Dr. House hat er mitgespielt, eine Folge wahrscheinlich eine Leiche. Nee, ein Patient und dann eine Leiche. Das ist das Gleiche. Bei Hawaii 5-0 hat er mitgespielt, wahrscheinlich eine Leiche. Nee, aber ne, Ah, er ja, hatte aber. zumindest 5 Auftritte, nee, 6 Auftritte bei Motu Patlu. Noch nie was von gehört. Ah, das. Ne, das ist so japanisch, oder? So Takeshis Castle für Arme. Ach nee, ist auch ein Zeichentrick und eine Synchronstimme. Deswegen habe ich ihn auch Naja, ein gesagt. japanischer Zeichen. Ja, Naja, passt schon. irgendwie hier so, oh, mein Viech hat hier den Blitzangriff und tötet deins. Ah, dann Two Naja, so ein Pikachu. Four One. Wahrscheinlich ist er da die Synchronstimme des Hundes. Also ein Aber ganz jetzt stell dir junger mal vor. Schauspieler. Jetzt stell dir einfach mal vor, du wärst Synchronsprecher. Ja? Hast Ja, irgendwie eine das ist ja auch Ausbildung? wieder ein typisch deutscher Beruf. Den gibt es ja woanders gar nicht. Aber okay, erzähl ruhig weiter. Ganz ehrlich, ich bin einer, der nur Synchronstimmen hört. Ich will mit den Originalstimmen gar nichts zu tun haben. Ja, teilweise ist es enttäuschend, manchmal ist es aber auch, ja, mal, es ist halt, ganz ehrlich, das ist so wie wenn du Airwolf anguckst, ja? Ja. Du erinnerst dich da an Dinge, so, ah, Airwolf, ja, ach, und da ist er da, hier und da. Ja. Irgendwie, naja, mittlerweile sagst du auch, naja, so richtig geil ist es nicht, aber irgendwie, ja, und heutzutage ein Jugendlicher sagt, naja, was ist denn das für ein Rotz? Ja, und so ist es halt bei Synchronsprechern auch. Du weißt, wie der Amerikaner Arnold Schwarzenegger, Das waren du jetzt schon willst, zwei das. Lügen in einem Satz. Jetzt Ja, ist und immer noch Österreich. ganz ehrlich, ich habe damals jemand, der war ja hier von Gouverneur, ja, in Möchte sein na, wo? berühmtes Zitat gerne bringen. Stop or you're dead. Was? Ich soll anhalten oder ich werde Nee. Vater? Ja, Dad. Nein, aber es gibt auch noch anderes. Das war irgendwie er wurde irgendwie auch so mit, ach, das war so die Zeit, wo hier irgendwie alles mit Bibel und Christus und Weltuntergang. Wie war denn das? Hier ein Kollege sagt das irgendwie zweimal die Woche. Und der kann das richtig gut. Ich weiß es nicht. I think that the end of time is now oder irgendwie sowas. End of What? live, end of life, or end of earth, irgendwie sowas. Und das ist halt so schlecht. Ich glaube, das ist der, wo er selber synchronisiert hat. Da gab es, glaube ich, einen. Interessanterweise, ich habe irgendwann mal einen gesehen. Den kannte ich gar nicht. Der ist irgendwie auch nicht wirklich bekannt. Ich weiß auch nicht. Und der war aber gar nicht so schlecht. Ich meine, es gibt ja viel schlechter auch Sachen mit Arnold, ne? Nein, 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 Nee. nein, nein. Also es gibt in der Originalsprache natürlich sehr viel Schlechtes, aber synchronisiert und auf deutsche Fassungen gibt es Da haben sie wirklich, viel nochmal gerettet, ja. ja. Also ich meine, mein Highlight ist ja Pumping Iron.
Den habe ich jetzt letztens erst in der Synchronfassung gesehen. Den habe ich tatsächlich vor Jahren im Original gesehen. Was? Ne, ich kenne den, glaube ich, nur mit Synchron. Und wie er dann halt tatsächlich wie heißt er, den Hulk verarscht. Und Nee, ja, gut seinen ist er, ne. Vater. Und das ist Ja, sein letzter Wettkampf, ne? also ich sag mal, für mich Und die interessanteste Szene ist die in diesem ganzen Eröffnungsszene. Film. Nee, nee. Nicht. Da wird er, das ist irgendwie so eine, eigentlich irgendwie so eine Gala, keine Ahnung, da ist er auch dort, warum auch immer, warum er da so einen Typen braucht. Aber da wird er interviewt und da sagt er, also schon auch auf Englisch, ich meine, der hat ja dann bis dahin dann auch Englisch entsprechend, dann sagt er so übersetzt. Also für ihn, also jetzt Ja, speziell für ihn, ich weiß, was das kommt. ist halt wichtig, später, dass man über ihn spricht, ja, dass er berühmt ist, ja, und er würde gern so berühmt sein wie Jesus oder Adolf Hitler, Das ist ja, nicht in dem das wäre. Video, das kommt da tatsächlich nicht vor. Natürlich kommt es vor, ich habe es doch gesehen, wo soll es denn sonst Ich vorkommen? weiß nicht, wo dieses Zitat bei ihm herkommt, Na, aber du das hast dann war. halt schon wieder die naja, 16:30 Das kann Version natürlich sein, geguckt auf RTL dass das 2. inzwischen geschnitten ist. Ich habe es Da tatsächlich musste halt nicht irgendwie gesehen. eine Nivea-Werbung geschaltet werden an der Stelle. Im Original sagt er das und das ist halt schon ein bisschen verwirrend, weil an sich, man kann von ihm halten, was man will, aber erfolgreich ist er, den haben sie gewählt. Gut, die Amis, naja, mein Gott, da kann man natürlich auch verhalten, was man will. Aber so eine Aussage ist schon sehr merkwürdig irgendwie. Also irgendwie, was hat jetzt der eine mit dem anderen zu tun? Ich meine, berühmt, ja, okay, sind sie vielleicht, aber mir fällt kein weiterer Satz ein, wo ich beide unterbringe. Außer dieses Zitat von Arnold Schwarzenegger. Ja, ist schwierig. Und er ist halt beides nicht. Ja, ich meine, bei dem einen zum Glück und beim anderen ja auch zum Glück. Ja, anbeten würde ich ihn jetzt auch nicht. Nee, aber ich habe mir damals echt gedacht, nachdem er ja die Amis ja so mit Terminator und super alles, dass er echt das Grundgesetz oder was hier, die Charta ändern. Nein. Obwohl er Nein. Österreicher ist, dass er doch vielleicht Präsident Nein. werden kann. Wir wissen alle, Wäre das nee, wir nix? wissen alle, ja, obwohl in der Stallone-Fassung hat er ja, war ja, in der Arnold Schwarzenegger Präsidentenbibliothek, ne? Ja. In welchem war das denn? Nee, also. War das das mit der Cryokammer? Mit Wesley Snipes? Wo sie dann in der Zukunft falsch sind, hier mit dem Auto, was beim Genau, Aufprall quasi so genau. Schaumstoff oder irgendwas auf. Richtig, mit dem. Ja, genau. Und war das dann nicht, wo die Sandra Bullock ihm dann gesagt hat, ja, und genau das, er ist ja, obwohl, hat man dann die Charta geändert und er durfte dann in der Arnold Schwarzenegger Präsidentenbibliothek Da könnte und auch keine hin. Ahnung was. Der hat, ja, wobei ich meine, Kalifornien ja auch irgendwie ein bisschen den Bach runterging und er dann so mit seiner, was war es, Kindermädchen? Ich weiß nicht, immer das Kindermädchen, glaube ich. Es ist immer das Was? Kindermädchen. Wenn es nicht der Gärtner Ja, mit dem ist, ist es Gärtner das ist noch nicht bewiesen, Kindermädchen. aber das Kindermädchen. Ja, ich will es auch Aber nicht. das wäre jetzt wieder was für die Kommentare. Sollte er etwas mit dem Nee, nee. Gärtner anfangen? Weil du gerade Nein. Demolition Man war das, oder? Was Oder hast der Film? Ja. Aha, du? Ja, hier, das das ist Demolition Man, Movie richtig. Brain ist wieder hier am Eine Start. junge, knackige Sandra Ja, die mag Bullock. ich. Übrigens, die kommt aus Nürnberg. Ich wissen ja auch viele nicht. Die ist in Deutschland geboren. Die kann Deutsch und. Ja. Ja. Die Richtig, bei irgendwelchen wirklich? Movie Awards hat sie dann irgendwie so ein paar. Er ist Matt Was Damon wir? auch und Mit Damon, wo wie Matt mit Damon. Damon? Wo kommt der her? Nee, der kommt nicht aus Deutschland mit Damon. Nee, Damon. Na. Aber Sandra Bullock. Und die ist schon cool. Also ich mag Sandra Bullock. Wobei die ja auch hin und wieder mal so eine, na, wie ist es, die Erdbeere kriegt? Für den schlechtesten Film?
Ja, hat sie schon, ja, weiß Nein, ich nicht, ehrlich, hat sie für nicht, welchen? aber hat sie schon bekommen für irgendwie, wo sie, weiß nicht, sogar Model Geheimagent ist oder so, ich weiß, irgendwie sowas. Aber sie hat ja auch, Undercover? ja, mein, ja, oder irgendwas anderes, sie hat es auf jeden Fall gekriegt, aber sie hat es mit Bravour gemeistert. Die hat darüber gelacht und ist auch okay. Und bei dem letzten Weltraumfilm, da hat sie ja richtig abgesahnt, so auszeichnungstechnisch. Ja. Nein. Der Film hat ab. Ja, Sie hat doch. nichts gekriegt. Ich schalte gleich wieder auf Chrome um. Ich google das. Sandra Bullock, das ist eine lange Liste. Der Film hat alles Ich sterbe abkassiert, aber nicht gleich. beste Hauptdarstellerin. Ja, weil ich Hunger habe Was? wahrscheinlich. Warum? Okay. Wie hieß der Film? Ja, und du stirbst auch gleich. Ja, geht übrigens schneller, als man denkt. Warum sterbe ich nicht? Jetzt bin ich hier wieder in dem Slow-Mo-Modus. Ja, ich guck dir hier zu, kurz. Ja, trotzdem. Ich kann Ja. nicht vernünftig essen, während ich sitze. Wo ist er im Endeffekt? Ah, hier ist der Grabstein. Ich kann eh nicht essen. Ach, ich bin noch satt. Aber wer haut denn da nach mir? Ich fliege die ganze Zeit durch die Gegend. Ne, ist alles gut. Sehe das nicht. Ja, das Spiel ist anscheinend nicht für längere Unterhaltungen gedacht. Aber Pause. Ah, jetzt habe ich hier die Nee, nicht so Einblendung, wo ich richtig. gestorben bin. Warte, das will ich mal kurz wegmachen. Das Remove. Ah, ja, ich bin auch häufiger gestorben anscheinend. Wie hieß jetzt der Film? Demolition Man? Oder was? Nee, der im Weltraum. Na, irgendwas mit, naja, wo sie dann halt so Genau, mit dem Dings, der dann, Bull. den sie dann quasi im Traum auch, Gravity. ja, mit Gravitation auch, keine Ahnung, wie der Film hieß. Naja, aber den fand er, ich meine, der war schon, na, Anspruch in der TV-Spielfilm bestimmt 5 Punkte. 5 Sterne natürlich, ja. Aber. Auszeichnungen. So, also. Nominiert bester Film, aber nicht bekommen. Ausgezeichnet beste Regie. Nominiert beste Hauptdarstellerin, Jetzt, sie hat ja, nicht glaube ich, auch bekommen. Regie geführt, oder nicht? So ein bisschen. Nom Also, die hat, ja, aber die hat viel geholfen. Nein. Die hat, der Regisseur Nein. selber, der war eine Pfeife, der hat ja Nein. viel Quatsch gemacht und dann hat sie, nein, lassen Sie Nein. so und so. Nominiert bestes Ja, Szenenbild nicht Szenenbild und. bekommen. Aber das sind jetzt die. Ja. So. Auszeichnung, beste Filmmusik. Auszeichnung beste Kamera, Auszeichnung bester Schnitt, Auszeichnung bester Ton, Auszeichnung bester Tonschnitt, super. Auszeichnung beste visuelle Effekte, ja gut, also den letzten definitiv. Von dem, was das Ding geleistet hat, werden wir in den nächsten Jahren noch viel Ne, die sehen. hat. Ne, aber was heißt hier beste Filmmusik? Also sie hat ja aktiv die Triangel, glaube ich, meine ich, gespielt. Also da kriegst du schon auch ein bisschen was ab. Und die Mundharmonika. Man hört die zwar nicht, die wurde dann durch den besten Schnitt leider wieder rausgeschnitten, aber eigentlich hat sie das schon verdient. Nee, die ist eigentlich schon cool. Sandra Bullock kann alles. Prost. Aber wir müssen. Du bist etwa so wie Raj, oder? Ah, jetzt weißt du wieder nicht, Ja, worüber ich natürlich weiß rede. ich das. Das ist hier mit den Dingens hier. Ja. Verrückten Ja, Professoren, der oder? Raj, der kann ja nicht reden über Frauen, oder? Mit Frauen. Nein, das nicht, aber seine große Göttin ist, also neben der Ja. Schicksengöttin, ist es Nein, echt? Sandra Bullock. Das war ich. Also ich habe. Ja, Ich. da, alle anderen dissen sie wie Sau, nur er lässt da echt Ja, da hat er nichts auch auf seine recht. Göttin kommen. Da hat er auch recht. Die ist. Das ist. Wissen viele nicht. Aber die ist wirklich gut.
Ja, und die, ich meine, diese wird ja auch nicht jünger, aber trotzdem. Explicit. Ja. Ja. Ja, Lieblingsfilm. habe ich vor einer halben Stunde, glaube ich, gefragt. Ja. Ja, ich habe 2 Terablades. Echt, den kenne ich jetzt nicht. Ist der mit Vin Diesel? Hast du noch eine? Nee, ich bin gestorben, keine Ahnung. Natürlich, wahrscheinlich nicht. Ich wundere Also mich, dass wunderst du dich meine sogar noch. Taschen Ja, dafür das ist allerdings merkwürdig, dass du dich noch wunderst, dass du irgendwelche Items hast, die mir gehören. Mich wundert das nicht. Ja, das kann ich schon. Welche von den beiden ist denn jetzt eigentlich Ja, ich hatte besser? die S. Ich glaube, du. Naja, darf man ja gar nicht sagen eigentlich, ne? Weißt du eigentlich, warum die SS heißt? Nee, Ah, okay, Double lass S, uns keine Ahnung. Double S einfach sagen. Das ist. Ich habe Ja, immer du hast schon noch Double nie S gesagt. gesagt. So. Doch. Das war jetzt aber die falsche. Nee. Na Das ist aber auch. Ach, der hat die jetzt umsortiert. Nee, nee, da war es. Es war Steiner. Er hat dann meine bitte. auf deinen Platz gepackt. Komisch. Ja, also, Ja. ja, was ist denn dein bester Film? Hast du noch immer nicht gesagt. Ich weiß ja, Ja, insgeheim ja. weiß ich ja, es ist Titanic. Boah, jetzt Aber hör so auf. fürs Publikum muss ja Nein, natürlich was ich habe ihn noch Cooleres. nicht mal gesehen. Ich glaube, das Schiff sinkt, oder? Ja, Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ach ich so, du kenne den kennst den. Film Ja, nicht. nee, es ist schon irgendwie tragisch zum Schluss. Ein zweiter Teil, naja, ich weiß nicht. Aber ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das ist schon. Also, das Schiff haben sie schon sehr gut Ja, gemacht und den Computer. du hattest mir schon ein oder zwei Serien versaut. Dadurch, dass dein Plan Nein, ich nicht habe gehalten einfach. hat. Weißt du, so eine Serie, die irgendwie 8, 9 Staffeln hat, ja? Ich habe in Staffel 1 gesagt, oh, die Ja. ist cool. So. Ich habe in Staffel 2 gesagt, die ist cool. 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwann in Staffel Ja, 8 habe das. ich gesagt, Mensch, oh, die war jetzt wirklich cool. Und dann Ja. vergeht nochmal ein Jahr. Und dann sage ich irgendwie, Ja. ach, ja, und dieses Gift, das ist schon krass, ne? Dass er diese Büsche da stehen hat. Und dann auf einmal, oh Gott, war es wieder falsch. Wo ich denke, naja, der Michi hat natürlich schon alles gesehen. Nein, ist nicht der Fall. Und zu der Zeit hast du noch nicht mal Minecraft gespielt, da würde ich es ja verstehen. Wobei bei mir jetzt hier nebenher natürlich auch der Fernseher läuft. Man muss ja sich entsprechend weiterbilden. Ne? Ich habe heute Ja, Barbara Salisch schon. aufgenommen, habe ich heute verpasst, schaue ich gerade alles. Oh mein Na, ich Gott, hoffe gibt's nicht. die Keine noch? Ahnung, ich gucke keinen Fernsehen mehr. Ich, Kogasai, ich kenne mich da echt. Das ist also genau zu der Zeit, wie diese ganzen Ja, ich glaube, Alexander Richter Holt hat sie verdrängt. und Talkshow-Ding. Weiß ich nicht. Also da bin ich damals ausgestiegen. Also ich gucke jetzt schon locker 15 Jahre kein wirkliches Fernsehen. Mein Fernseher ist existiert. Also ich hab eine Satellitenschüssel und die schaltet mein Vater ein, wenn er mich mal besuchen kommt, weil er dann irgendwie Ja. was gucken will. Ansonsten kann ich da echt überhaupt nicht mitreden, weil ich bin genau zu dem so Zeitpunkt ausgestiegen, wo nur noch so ein Richterquatsch Ja, und ich so glaube, der ist etwas. wieder vorbei, der Richter Quatsch. Ja, aber ich befürchte, da Es kam kommt dann nichts so Besseres etwas nach, wie aber. die Geissens und so etwas klingt für mich jetzt nicht wie eine Naja, die sind auf Dauer zu Verbesserung. teuer, ne, glaube ich, für die Sender. Also die können nicht den ganzen Tag Geissens zeigen, da kommt schon auch noch schlechteres Zeug zwischendrin. Bis man sich dann Gott, irgendwann bis 20:15 Uhr motivierst mich. durchgehandelt hat und da kommt dann irgendein cooler Film, den sie so fies zusammengeschnitten haben, dass man eigentlich auch nicht gucken kann oder hinterher einfach sagt, oh Gott, ich verstehe es nicht, wieso, der war doch gerade noch im Gefängnis, wieso ist er denn jetzt hier mit dem Porsche auf der Autobahn, da Ja. fehlt doch irgendwas, weil sie halt wieder irgendwie merkwürdig geschnitten Also haben und es ist einfach. es fing bei mir irgendwann mit Videotheken, fing das ja schon an mit Schneiden und 16er Fassung und keine Ahnung. Und ich habe tatsächlich, das war meine erste, wo ich wirklich gesagt habe, der Film hat doch, der ist doch Was in der jetzt geschnitten, Videothek? oder? Und zu der Zeit
Ja, in der Videothek Nee, wurde aber geschnitten. das verstehe ich jetzt nicht. Weil du bist doch erst in die Videothek, als du 18 warst. Ja, aber davor war dann, hat dich ja nichts interessiert. Weißt du, dieser andere Eingang, weißt du, so hinten, wo man Nee, durch den, nicht. weißt du, wo Nee, der Teppich also runterhängt wir haben und schon dann. viel vorher in der Videothek geguckt und gemacht, also es war schon. Und zu dem Zeitpunkt konnte man ja die Filme dann auch noch um 22 Uhr aufnehmen und dann waren sie tatsächlich umgeschnitten und dann bist du in die Videothek gegangen, hast den ausgeliehen und so war es. Ich habe mir den Film ausgeliehen. Es war Last Boy Scout mit Bruce Willis Ja, ne, das ist eigentlich ja. in der Ja. 16er Fassung. Fragst du dich dann tatsächlich irgendwie, wie ist er Ja, denn das da ist eben. jetzt rausgekommen? Da waren doch zwei oder drei Leute um ihn. Und dann guckst du dir die an und dann siehst du halt, wie er dem ersten das Nasenbein ins Hirn rammt Ne. und anschließend mit dem anderen dann coole Sprüche und das Ganze aushandelt. Und ich hab ihn ja gewarnt und dann darf er rausgehen. Und in der geschnittenen Fassung geht er Ja. einfach raus. Und du hast überhaupt keinen Plan, wie er aus der Nummer jetzt rausgekommen ist. Also, Ja. okay, jetzt schauen wir uns Filme vorher mal, überlegen wir uns mal, welche Ja. Version wir uns besorgen. Zwei Anmerkungen. Punkt 1, ich glaube, das Video ist maximal 2,5 MB groß, weil ich immer nur das gleiche Bild zeige. Aber ist okay, dann geht es wenigstens mit dem Upload schnell. Punkt 2, ich stelle mir gerade. Ich Der hoffe, Ton, der Ton ja, ist der Ton ist, drauf. ja gut, der Ton macht es dann aus, dieses Mal wahrscheinlich. Hier, die Festplatte blinkt auch noch, alles gut. iPhone ist aus, deins wahrscheinlich auch. Achso, nee, dein Android. Was? Nee, Nein. was? Nein, Ja, weil du ich es lebe angeschlossen hast, unverhaltslastig. ich konnte, das Kabel war zu kurz, weißt du. Nein, aber Ja, zum, tut mir leid. ich wollte auch irgendwas sagen. Genau, Ja, nein, du ich stelle warst mir bei gerade vor, zweitens. ich bin irgendwo beim, keine Ahnung, ZDF. Ja? Und das ZDF will heute Abend, keine Ahnung, Con Air zeigen. Irgendwas. So, und ich krieg den Film Oh. hingelegt und krieg eine Liste, eine Excel-Tabelle mit den ganzen Stellen, die ich rausschneiden muss. Und ich überlege mir verzweifelt, mein Gott, Vollidioten, wie soll das Nein, du funktionieren? kriegst das schon geschnitten. Nein, du kriegst das schon geschnitten. Du schneidest das nicht mehr selber. Du sagst, du brauchst die 12er Fassung, weil ich möchte es um Dann hockt 22 Uhr irgendein anderes zeigen. armes Und Schwein dann da und muss es kriegst vorher schneiden. Das ist ja wurscht, dann ist halt nicht beim ZDF, dann ist es Da, bei. da, nein, da sitzt kein armes Schwein. Da sitzt jemand, der Filme abgrundtief Der hasst. ist da richtig. Der ist da. Ja. Und der sagt einfach, ich muss die Filme zerstümmeln. Und das mache ich jetzt einfach auch. Du sollst an der Aufnahme Mach ich nicht nicht. Ich habe rauchen. hier nur ein Teelicht angezündet wegen dem. Die Dreiviertelstunde ist um. Dann hört auch meine Kamera auf. Ich starte einfach mal nach. Ja. Gegebenenfalls habt ihr mich jetzt eine Ja, ich Minute weiß nicht sowieso nicht, gesehen. ob ich das alles dann mit den Kameras schneide. Das ist ja sowieso alles so unnütz. Nein. Nein, aber das ist halt irgendeine andere arme Sau. Die dann davor hockt und sich vielleicht echt überlegt, okay, die wollen echt hier, in der Szene ist halt, wer wichtig. Und dann rennt er zu seinem Chef und sagt, ist okay, wenn ich den Ton wenigstens Du lasse. darfst dich nicht mit Filmen assoziieren und. Nein, das will man. Nein, da bist du falsch. Da bist du da Und ich völlig glaube ja, falsch. dass, naja, nee, glaube ich nicht, aber hier diese Oscar, was du vorhin gesagt hast, hier bester Schnitt, ja. Das ist genau den wir hassen. Der hat es nämlich so geschnitten, dass eine 16er Fassung rauskommt. Ja, und ganz ehrlich, Ja, nee, weil. aber das ist nicht der Directors Ne, was heißt, oder der der Director's Cut kommt ja Erstschnitt. nicht im Fernsehen. Aber du als alter Harry Potter-Fan, ja, die Filme sind auch nicht ab 6 oder ab 12. Das stimmt alles nicht. Es stimmt einfach nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich meiner Tochter hier die Augen zugehalten habe, hier, als hier die Schlange da um die Ecke kam. Nein, das funktioniert nicht. Ist das der erste? Ja, das ist hier mit. Naja, das ist mit zweite. Der zweite ist ab 12.
Der erste ist ab 6 tatsächlich. Nee, das kommt und selbst drauf der an. ist das ja mit dem mit Fluffy, dem großen Hund da. Ja, das ist ja, nee, ich bin jetzt nicht so der ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Der heißt doch Nimbus 2000, der Film, oder? Ja. Oder, Das ist der nee, Green Besen. Gods. Ja, du arbeitest für Green Gods eigentlich. Du bist eigentlich so einer, der hier so mit den runterfährt. Moment. Ja, du eben. Hinter dir kämpfen gerade zwei Viecher, aber das macht nichts. Da Ich sehe kommt eine nichts. Spinne, die hat, glaube ich, Ja, gewonnen. die kommt hier aber nicht durch. Ich habe ja hier Nein, bisschen das nicht, aber hier ich glaube, die hat gewonnen. Oder sie ist runtergefallen und hat safe. Ja, deswegen ich gewonnen. mag die Das Spinne. ist komisch. Spinnen fallen irgendwie immer runter, die stürzen sich tatsächlich in den Tod. Aber egal, lassen wir das Thema. Vielleicht ist das Hirn einfach nicht so groß. Nein, und nochmal, ich arbeite nicht für Gringotts und ich Nein, aber würde auch du sorgst niemals dafür, wieder. dass die Schienen funktionieren darunter, oder? Wenn man so mit dem Minenwagen Ja. runterfährt? Ja, Ja, das. aber du würdest den armen Leuten, Nein. doch, Nein. doch, doch, du würdest denen, gib's doch zu, Nö. du wärst oben der Gnom. Hast du eigentlich einen Bausparvertrag? Lebensversicherung? Ja, Michi? Ich hatte mal einen Bausparvertrag, den anschließend die Deutsche Bank freiwillig zurückgezogen hat, weil sie gesagt hat, oh, das war jetzt nicht so cool, was der Kollege da abgezogen hat. Vielen Dank, meine Begegnung mit der Deutschen Bank. Super. Jetzt muss ich schon wieder zweimal Deutsche Bank rausschneiden, weil wir sonst Ärger kriegen. Aber hier die Spinne, das ist hier also wenn die gewonnen hat, ist das okay. Ich mag die Spinne. Aua! Warst du das jetzt? Lass die Jo, Spinne doch! wollte die über. Na, die krabbelt da Nein. rum. Oh. Ja, komm, jetzt setz dich hier wieder neben deine Köpfe. Ja, aber du hast mir ja noch nicht gesagt, welcher dein Lieblingsfilm ist. Muss man immer noch Du nicht. musst mir ein Genre sagen. Also wo? Das Genre Und ist ganz ehrlich. Musikfilm. Blues Brothers. Boah, das hast du jetzt gut gekontert. Ich wüsste auch keinen zweiten. Nein, da kenne ich schon einige. Aber was interessant, Ja, erzähl mal. Vielleicht, also, ja, gut, ich kenne die mit Travolta, also wenn die zu Musikfilmen zählen. Aber das ist es ehrlich gesagt. Aber Blues Brothers, vor allen Dingen der zweite Auftritt von Carrie Fisher ist halt grandios. in einem Musikfilm? Jetzt werden wir nochmal einen dritten erleben. Wie, was heißt der? Was? Im Travolta-Film? Nein, Blues Brothers. Ah, okay, ja, naja. Carrie Fisher Da ist spielt immer sie ja noch mit. super. Die Ja, kann und jetzt darf einfach sie ja alles. nochmal bei Star Wars antreten. Ja. Und mehr hat sie ja nicht gebracht. Sie hat mal Star Wars, Star Wars, Star Wars, Blues Brothers und dann nochmal ein Star Wars. Für 40 Jahre Filmgeschichte ist das natürlich Ja, gut, Respekt. dafür, dass die eigentlich Bausparverträge so verkauft. Also, Michi, wieso hast du eigentlich hier keinen Schirm hingemacht? Es regnet. Ich werde nass. Ich schmelze! Und ich bin schon wieder fast tot. Ich muss jetzt noch mal was essen, glaube ich. Nee, Carrie Fisher, also da lasse ich nichts drüber kommen. Die ist eigentlich so die amerikanischere Sandra Bullock. Ja. Ich esse es beim Steak. Ja, bitte. War nicht so gut wie in Matrix, aber. Ja, die hat sogar. Was war denn das? War das dieser, wo sie da zum Skywalker Ranch fahren? Hat der Ich glaube schon, da ist mitgespielt? er irgendwie so denen entgegengekommen und sie so, oh mein Gott, waren alle begeistert. So. Kennst du den Hat sie Film, denn?
Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine oder so ähnlich. Nur vom Der ist gar Titel. nicht so schlecht. Vor allem Okay. kriegt hier The Hoff. Oder ist es Nein. The Hoff? Ah nein, das ist nicht The Hoff. Bei Ja gut, dann taugt es nichts. ja, eigentlich nur Filme gut, wo The Hoff mitspielt. Nein, aber das ist irgendwie hier wo er so eine Fernbedienung hat, ne? Wo er die Zeit anhalten kann. Sagt es dir was? Da hat einer eine Fernbedienung und Ja. stellt irgendwann fest, kriegt die irgendwie, keine Ahnung, vom Acme-Versand wahrscheinlich. Und stellt irgendwann fest, er kann damit nicht nur den Fernseher anhalten, sondern alles. Ja, und auch zurückspulen und vorspulen. Und dann irgendwann hockt er dem Hoff gegenüber, stellt auf Pause. Das ist mit Stiller, ne? Ja, irgend so einen. Ja. Ja, ich kenne auch nur das Cover. Ich kenne noch nicht mal den Trailer. Aber weißt du, wo die es geklaut haben? Bei Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Ah, oh, die Einsteiger. Die Einsteiger. Ein grandioser Film. Ja, Hab ich da? damals Hab ich ja. hier? Oh, ich glaube, den schaue ich heute Kann noch. man den noch mal gucken? Eigentlich nicht, Kann aber man naja, den? als Nee, eigentlich. Man sollte, man aber sollte, auf kann jeden man? Fall. Also ganz ehrlich, wo Mike Krüger da am C64 loslegt, das ist schon grandios. Super. Und dann hier Indiana Jones und Dings und das, und ganz ehrlich, die zwei hatten Spaß, die hatten so viel Spaß während diesen, auch hier die Und die haben Supernasen Kohle und, verdient. naja, wahrscheinlich Ja, nicht, die weiß haben. ich nicht. Naja, Doch, für damalige doch, die Verhältnisse Kohle. wahrscheinlich schon. Der Gottschalk halt Kohle Ne, der hat verdient. danach wahrscheinlich mehr Kohle verdient. Aber. Natürlich war es. Ja, gut, Krüger genauso. Der hat anschließend mit seinen Comedian-Shows, die Kohle. Der hat die Stadien gefüllt. Der hat die. Ja, wer macht's denn heute? Ja, Mario Barth hatte Bochum mal ein vielleicht. Jahr eine große Geschichte. Ob er dafür Kohle gekriegt hat, weiß kein Mensch. Der Krüger, der hat das bestimmt alles gekriegt. Ja, ich glaube, der ist so der Thomas Anders eher. Ja, der kriegt nichts und der Thomas Gottschalk kriegt alles. Aber ja, ich würde es ihm gönnen. Man hat ja nicht mehr so viel, auch die Hallervorden. Sehr viel schlechte Filme, aber irgendwie hat er immer jemanden gefunden, der ihm den Film produziert. Das ist richtig. Und irgendwie, da gab es irgendwas mit dem Doppelgänger, der war, glaube ich, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Du, ganz ehrlich, man hat den Rotz alles geguckt und man hat Es nur kam, drüber wir hatten ja gelacht. nichts. Na, wir hatten ja Wir hatten nichts. ja Da nichts. gab's. Ja, war ja nichts. Kennst du eigentlich noch? Fällt mir gerade so ein. ZDF, ne? Das kenne ich noch. Genau, versetz dich da mal rein. ZDF, ne? Ja. Samstagabend. ZDF hatte Samstagabend Samstag, etwas? ja, na, damals, als es halt vielleicht gerade noch so RTL gab, aber noch nicht mehr. Ja, aber da hatte eigentlich ARD immer Samstag. Nee, Aber nee, okay, nee, nee, weiß ich ja, nicht. okay. Ja, war ZDF? Ja, ich muss mich berichtigen. Es hat, glaube ich, gewechselt. ARD und ZDF immer abwechselnd. Samstagabend. What? Und Okay. du konntest. Du hast ein Telefon gebraucht. Ja? Das fällt mir jetzt. Du hast da Also, wer angerufen und gab's. gesagt, du willst Film 3 sehen. Ah, Ja, der Samstagfilm der das war Wochenende. genau so Wie dieser hieß das? Wunschfilm. Der Wunschfilm der Genau. Woche hieß das ganz am Wie Anfang, ja, geil war denn genau. der interaktives Fernsehen zu einem Zeitpunkt, wo es noch kein Internet gab? Ja, es kam Ja. leider fast nie der Film, den ich sehen wollte, aber Das ist richtig. ja, fand ich super. Das sollen sie heute Du bitte auch noch glaubst? machen. Ich verstehe es nicht. Warum machen die das Ja, nicht? heißt bei mir Netflix. Ja. Da klicke ich drauf, den gucke ich den Film, den ich gucken möchte. Ja. Ja, ist richtig. Ich gucke ja auch eher irgendwie Netflix und Co. Aber Ja. es. Also ich habe sie inzwischen alle und gut, du hast viel Überschneidung inzwischen, aber das ist im Prinzip für mich die logische Fortführung, weil ich
habe damals schon nicht geglaubt, dass die Leute wirklich diesen Film gucken wollten. Oh, meinst du? Ja, aber da war doch bestimmt ein so wie beim Lotto, oder? Ein Notar dann. Ja, Bullshit. da doch bestimmt. Damals hatte man da schon Angst, dass das irgendwie nicht. Nee. Nee, die wollten nur zusätzliche Kohleeinnahme, Naja, weil das war ja auch der Anruf war ja naja, teuer. weiß ich gar nicht. Damals, glaube ich, war das noch gar nicht so. Meinst du? Ich. Stimmt, das war ein Ferngespräch, was bestimmt Naja, halt nach volle Mainz. Gebühr ab. Das kann natürlich schon sein, aber. Ja, die einzigen, die umsonst anrufen konnten, waren die Berliner. Wisst ihr, ne, das ist doch alles in Achso. Mainz, oder? ZDF Mainz? Ja, nee, aber Berlin durfte doch umsonst telefonieren wegen Ostberlin. Sonderzone. Nee, Deutsch, Westberlin, Sonderzone. Was durften die? Was meinst du, warum die? Die hatten viele Freieinheiten. Kennst du das ja aus dem Chaos Club war immer der Spruch, du hast Freieinheiten in Berlin gekriegt, weil es eine Sonderzone war. Ja, du warst ja Okay. im Prinzip isoliert und deswegen hatte Berlin immer Sonderzonen und Sondertarife. Und unter anderem hattest du auch immer 10 Bananen hast du Einheiten, gedacht. nee, 10 Telefoneinheiten gratis und der Chaos-Spruch dazu war immer: Okay, was mache ich mit den anderen 9? Weil die haben halt einfach ihr Modem aufgemacht mit der ersten Einheit und nicht wieder zu. Nee, ich kenne das von ISDN. Ja, wo sie auf Ja, dem genau. Steuerkanal die Daten geschickt haben und somit hat dann die Telekom nichts berechnet und ja, super. Ach, die Jungs sind einfach klasse. Man muss sie alle lieben. Schon. Ganz ehrlich, hack the world. Das mit dem Drucker hast du ja auch. Hast du das erzählt oder hier der andere Kollege? Das war der andere Ja. Kollege mit der Mit dem HP-Drucker, oder? War das immer mit C nee, Xerox. Xerox, ah, ja, Xerox. der irgendwie versucht, Ich habe irgendwie. tatsächlich nachgeguckt. Ich habe tatsächlich Xerox ist tatsächlich der Begriff in den USA für Kopieren. Naja, Weil das hier ist hast so du mal ein ähnlich wie bei uns, Tempo. was ich. Ja, Ja, genau. Genauso ist ja. es bei mit Xerox in den Ja. USA. Und die haben den ultimativen Bug eingebaut in ihr System. Ja, wobei ich hoffe mal, dass es mittlerweile gefixt Übel. ist, aber. Na, ist nicht gefixt. Immer noch nicht. Echt nicht? Ich hätte jetzt gedacht, naja, muss Nee. das. Und es ist ja schon lange drin. Wie gesagt, das war zum Amtsantritt von Obama, hätten sie fast den Präsidenten mit der Scheiße gestürzt. Ja, weil seine Fotokopie der seiner Geburtsurkunde so komisch war. Na, echt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hast nicht Nee, mitgekriegt. nee. Das ist sowieso alles. Ah, das ist alles so anstrengend bei den Amis. Die haben die Geburtsurkunde fotokopiert. Digital. Ja, Also hier so mit mit diesem Mustererkennung, Xerox-System. ja, genau. Genau. Und da hat das Ding tatsächlich beim Ausdruck der Geburtsurkunde, da gibt es irgendwelche Kästchen zum Ankreuzen irgendwie. Und das erste Kästchen hatte einen Grafikfehler an einer Stelle. Soll ja vorkommen. Okay. Das Blöde ist, bei der Fotokopie ist dieser Grafikfehler auf alle Kästchen übertragen worden. Und jetzt sahen alle Dinger aus wie manipuliert. Und damit haben sie dann ja gesagt, ja, der Typ ist nicht in Hawaii geboren, das ist bestimmt Kenianer. Das wäre natürlich hier leider Ja. disqualifiziert. Leider disqualifiziert, weil die amerikanische Gesetzgebung ist halt noch nicht durch. Ja, wir haben gut. Naja. Mein Gott, dass die Ja, Amis dann wir waren bei nur Leute, Filmen. die Wir waren bei im Filmen. eigenen Wir Land, das ist ja okay. amerikanische Geschichten, ja, also ein großer Film ist natürlich von Al Gore. Finde ich immer noch genial. Wo er über die Umwelt, Umweltverschmutzung ja. und ja, genau. Also ein super Film. Dafür hätten sie ihn echt zum Präsidenten machen müssen, aber wen haben sie über eine Fake-Wahl den Bush genommen? Super Idee. Naja, du, ich glaube, der nächste Bush ist ja auch schon wieder am Start. Irgendwie, Na deshalb, klar. naja. Na klar. Sponsert bei. Ja, vor allem, keine Ahnung, Naja, da gibt es schon genügend große. hier
Chuck Norris der größte von allen. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend irgendwie. Aber ich meine, Ja, gut, ne? dass er kein Demokrat ist, verstehe ich irgendwo ein Stück weit. Das wäre wahrscheinlich für seinen, wahrscheinlich hätte sein Manager gesagt, oh, du spinnst ja, von mir aus wähl den, aber sag das bloß nicht. Du bist doch hier, hier, du brauchst Chuck Schrotflinten Norris. und ja, Naja. naja, weiß man halt auch nicht, was da dahinter steckt. Und dann, ich wüsste ja auch nicht, wenn ich Chuck Norris wäre und man sagt mir, hier, da kriegst du irgendwie 20.000 Dollar, sag bitte hier in dem Interview, dass der Bush super ist. Ich weiß nicht, so als Chuck Norris würde ich es vielleicht sogar machen. Als jetzt hier Dings nicht, aber ein Chuck Norris, der sagt sich nur, mein Gott, da kommt Geld rein. Passt zu meinem Image. Warum nicht? Warum soll ich sagen, dass ich auf der Waldorfschule war? Keine Ahnung. So, ja, ich würde sagen, wir haben den Musikfilm jetzt abgehandelt und ja, überleg dir einfach mal für die nächste Runde ein Oh, da fällt mir jetzt anderes. schon direkt was ein. Ja, dann sagst du mir, vielleicht kann ich mich dann darauf vorbereiten, weil so ganz ad hoc, Ja, aber gut aus. funktioniert. Also Blues Brothers ist eigentlich die Antwort. Also viel, Ja, viel cooler geht's nicht. war jetzt ein dankbares Thema. Lass mich kurz. Also es geht um Filme weiterhin. Würde ich sagen, das, wo ich dich halt aufklären kann, weil du keine Ahnung hast. War ja Thema, Wir müssen oder? ja die Band weiterhin zusammenbringen. Ja, Und das. ich habe den Film schon auch gesehen. Nur weil du Sachen gesehen hast, heißt das nicht, dass du Ahnung hast, aber okay. lass Ja, was machen uns, wir? lass uns, ja, lass uns beim nächsten Mal. Da, genau, da haben wir es. Lass uns Oh über die Gott. letzte Staffel von Breaking Bad sprechen. Nee, habe ich nicht gesehen. Aha, Ich ja, bin dann hast du jetzt eine ausgestiegen. Aufgabe. Ja, natürlich, ja, das Nee, wäre schon nee, nee, wichtig. nee. Der Film, Super. was mich in die, ja, bestimmt, glaube ich, was mich bei den beiden so wahnsinnig gemacht hat, ist halt einfach, sie waren halt so oft schon reich Na, und sie hätten so oft einfach aussteigen können ja, willst du nicht? und Das dann, ist, wenn da noch mehr Geld ja, kommt. aber dann haben sie, sind sie so dumm wieder rein und Na, das ist, wurde Michi, aus das der ist so wie Nummer. bei dir. Das ist genau das Gleiche. Ich meine, du kriegst einmal im Monat Geld. Ja? Das Ja. müsste eigentlich reichen, aber du gehst trotzdem immer wieder auf Arbeit. Das ist genau das Gleiche. Bei denen ist halt anders. Die haben halt, Naja, gut, aber die kriegen ich halt fand wegen mehr das. Geld, aber die müssen dann noch Also, gucken. es gab noch einen zweiten Punkt, der mich tierisch an diesen Dingen genervt Ja, hat. die Das war Frau. Skylar. Ja, die Ja, Frau, die. ich war ja, die Oh. ist schwierig. Ich habe sie irgendwann Die in ist einer anderen echt. Serie nochmal gesehen. Da hat sie ein bisschen ge mehr gepunktet. Aber Naja, okay. es ist schwierig. Ah, die ist echt übel. Die macht viel kaputt. Ja, aber du musst ja Cool war in so einer diese Serie eine immer so Aktion mit den beiden, machen. wie er die Waschanlage gekauft hat. Und dann so mit dem Geld und hier, das muss jetzt gewaschen werden. Und sie guckt ihn dann, wie jetzt? Wir haben doch das Geld gewaschen. Ja, aber das habe ich jeden Tag. Ja. Über wie viel Geld reden wir eigentlich im Ja. Jahr? Ja, 10 Millionen. Und sie nur an, bist du eigentlich blöd? Du hast mir was von 150.000 gesagt. Ja, täglich. Ja, wenn Ja. die Waschanlage gut läuft, ich glaube, da kann man schon so viel Geld verdienen, meinst du nicht? Nee. Na, du musst halt die Kunden richtig beraten. Du musst halt hier sagen, ah, hier Ja, für Ihr nee, passt Auto schon. wäre jetzt hier noch die Spezial-Sonderpolitur von unserem hier per Nee, uns also aufgetragen mit. Breaking Bad, ich werde es auch nicht aufholen, glaube ich. Also da bin ich raus. Ja, wäre schon wichtig. Die Fans sind gerade sehr Nee. enttäuscht von dir. Das, also das Naja, muss man das mag wirklich. sein. Kennst du Ja, eigentlich. Community Kennst du wenigstens die sagt Serie, mir. wo er herkommt? Ich kenne die letzte Folge, die sie nochmal gedreht haben mit Malcolm, wo er aufwacht. Kennst du die? Also Malcolm ist. Jetzt direkt, das sagt mir jetzt nichts, aber Malcolm habe ich, glaube ich, schon so ziemlich alles gesehen und es war schon auch Genau, sehr genial.
Ja, genau. Und dann hat er ja, dann war ja Heisenberg. Ja? Wie? Dort schon? Nein, nein. Ach so, ja, ich dachte, Er das war ja dann war. Heisenberg. Ja. Und dann nach Heisenberg haben sie die Mutter, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, nochmal geholt. Skyler? Nein, die Ja, von Malcolm, die Mutter. weiß ich nicht. Ja, aber die war auch Ja. cool. Und die Ja, die war auch Oma. cool. Oh Gott. Nein, nee, nee, die Mutter. Aus Polen. Und dann haben sie nur noch mal eine Szene zusammengedreht, wie die beiden im Schlafzimmer sind, also im Malcolm Schlafzimmer, im Original von Malcolm mittendrin. Ja. Und dann wacht er total schweißnass auf. Okay. Sie guckt ihn so an und er sagt nur so: Boah, ich hatte total einen abgedrehten Traum. Ich habe geträumt, ich war ein Drogendealer. Er jetzt oder was? Der. Ja, als Malcolms Vater, aber dann nach der Heisenberg-Folge. Na komm, ja, Ja, such das total raus, das geil. müssen wir verlinken, das Ja, ist bestimmt auf YouTube. das ist super geil. Ja, also im Prinzip 10 Jahre nachdem er Malcolm fertig war, wacht er dann auf und ich habe einen total irren Traum gehabt und sie spielt halt voll geil mit und ja, leg dich wieder hin, so nach dem Motto. Und irgendwie haben sie die Dekos dann von Heisenberg dann liegen irgendwie auf der Fensterbank, weißt Na, okay. du? Und Ja, super geil. na, der schon, der hat irgendwie einen merkwürdigen Namen, der fällt mir jetzt auch gerade nicht ein, aber der ist schon super geil. Da gibt es eine Folge, wo Malcolm irgendwie Street Hockey spielen will. Das ist das mit der Musik, oder? Wo er erst Die tanzen lernen muss. weltbeste Folge, ja, wo er dann so, Ja. na komm, Ich bring dir das mit Tanzen ich bei und zeig's dir mal. ja. Und es ist so genial, wie der da auf den Rollerblades wirklich als prima Ballerina quasi. Und so geil im Weg, der Typ ist so cool. Und der kann Rollschuh fahren. Ich meine, was willst du mehr? Ja. Ne? Also die habe ich wirklich. Wirklich hier von wegen, ich weiß noch, wie Video, das waren ja noch so Videorekorderzeiten, oder? Wo ich, irgendjemand stirbt gleich, glaube ich. Warum? Ich weiß nicht, was hat sich gerade so ange. Hier ist ein Zombie! Wie ist denn der bitte da drüber gekommen? Der ist hier drin gespawnt. Nee, ist eigentlich hell genug. Wobei, ja, ich habe eine Fackel weggemacht, das ist richtig, aber hier ist eigentlich trotzdem noch hell genug. Ja, ah, also wirklich genial. Der und El Bandi, die müssten mal einen Film drehen, die zwei. Ne? Aha, okay. Meine Frau guckt gerade Modern Family. Kennst du das? Hier schon wieder ein Zombie. Ich komme gerade zurück. Ja, schon Da ist weg. schon hin. Da Modern kommt schon Family. wieder einer. Der hüpft da drüber. Hast du das gesehen? Ja, Der habe ist ich. reingehüpft. Ich verstehe es aber nicht, weil hier ist eigentlich Sperrgebiet. Aber nur auf der Fackel. Hast du das mit der Fackel kaputt gemacht? Darf da die Fackel nicht drauf sein? Weil um die Fackel sehe ich die Buchstaben. Ja, du, aber eigentlich. Ja, naja. Jetzt sehe ich sie. Kann es sein, dass die Aber. stören? Dass Na, man die das eins wär's denkbar. reinsetzen Ja, ich muss? war mir nicht so ganz sicher. Ich setze sie mal hin. Dann setze ich sie mal lieber dahin. Ja. Schau, jetzt haben wir doch noch was Minecraft-mäßiges gemacht. Das ist, oh, ich bin schon über den Kopf gestolpert. Was hast du gerade gesagt? Irgendwie? Weißt du auch nicht mehr. Modern Family. Ne, das habe ich noch gar nicht geguckt. Da ist ja auch ein Kollege begeistert, aber ich weiß nicht. Ja, mag sein. Also kann ich habe jetzt nicht oft genug gehört, es ist bestimmt witzig, aber El Bandi macht da drin, glaube ich, einen guten Job. Aber er ist nicht mehr der Typ so von der Optik wie früher. Der trägt da auch weite Leinenklamotten, wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ich meine, okay, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht einen Stein werfen. Ich brauche über meine Figur nicht Ja, nee, reden. aber der, das sind Aber. ja die, also gerade die amerikanischen Schauspieler,
Also jetzt auch ein MacGyver schaut heute anders aus. Ja, das ist beängstigend, das, aber will man das sehen? Nee, aber man kriegt es halt serviert. Ja, also es ist halt, ja. Deswegen darf er ja auch dann meistens nur noch irgendwie so in der Pilotfolge kurz was sagen. Aber gerade bei MacGyver, jetzt hier bei Stargate irgendwas, Universe oder was, wo er am Anfang nochmal. Das war der schon echt, wo ich mir denke, oh, der arme Mann, wieso muss der vor die Kamera? Der ist, der, glaube ich, todkrank. Zumindest schaut das so aus. Das Gesicht total. Wow. Oh, nee. Ja. Entweder er ist fit. Peter ist eine Spinne. Ja, so viel zu deiner Theorie, aber vielleicht ist sie auch hier runtergehüpft. Wo runter? Ja, vom Haus irgendwie, was weiß denn ich. Weiß ja nicht, wo die herkam. Habe ich jetzt leider auch nicht gesehen. Ja, das ist schwierig. Ich habe ja auch eben Singleplayer, LP, da gibt es auch eine Folge irgendwie Alte Männer in Hollywood. Ist sehr zu empfehlen übrigens. Mhm. Da geht es um genau die. Da geht es um auch Indiana Jones Schauspieler, die einfach cool waren, ich bin jetzt gespannt auf Star Wars 7, wenn der Flugzeugbruchpilot tatsächlich nochmal mitspielen darf. Ganz ehrlich, der wird nur ganz kurz zu sehen sein. Naja, ich glaube, die haben recht viel mit ihm abgedreht, weil in 8 darf er ja wieder mitspielen. Das ist ja schon fertig. Ja, das ist du. Alfred Hitchcock spielt auch in jedem Film mit. Das heißt aber nicht, dass er die Hauptrolle hat. Nein, das ist klar. Der steigt aus dem Zug aus. Oder auch ein Stan Lee. Der darf wenigstens noch was sagen. Aber ja. Irgendwann werden sie immer mit Stan Lee einen Film drehen, glaube ich. Einen ganzen Film. Oh nee, doch, da gibt's schon ein paar Dokus. Das will man nicht. Stan Lee hat schon drauf, glaube ich. Oh, nee. Oder meinst du, er hatte nur Glück? Der hat nicht umsonst das Aussehen von Hebner. Nö, der hat, der wird schon auch Fans haben, wo er sagt, oh, naja, klar, komm rein. Nee, ich glaube, der treibt sich eher auf dem Playboy-Anwesen rum und so. Ich glaube, die beiden sind schon Kumpels. Ja, das kann schon funktionieren. Was passiert eigentlich mit der Villa, wenn Hugh Hefner mal weg ist? Hat der irgendwie Kinder? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Zumindest keine. Naja, wahrscheinlich hat er viele, aber man nicht anerkannt irgendwie, ja. Ja, aber das wäre ja auch schade. Ich meine, das ist ja schon auch ein. Ah, weiß nicht, hat auch nachgelassen, oder? Ja, natürlich, aber es ist irgendwie noch. Ich meine, gut, jetzt die heutige Jugend, so, hä, wer ist denn das? Hä? Aber. Ja, weiß nicht, also ist es schon. Ja, es ist ja sowieso. Ich meine, gerade das Fernsehen. Ich habe jetzt auf Facebook wieder ein Video gesehen, wo sie einem aufzeigen, wie auch selbst das ZDF in der Tagesschau oder ARD manipuliert, ja, wie die im Endeffekt schon Meinung prägen und nicht. Na klar. Ja, ich meine, was willst du noch glauben? Ich meine, gut, Bildzeitung, da weißt du Bescheid, ja, aber Die machen halt Meinung. Jetzt bei irgendwie ARD, ZDF. Nee, kannst vergessen. Ja, aber das schauen ja viele. Ja, klar. Ich habe es jetzt ganz wirklich als Podcast momentan, weil ich nicht dazu komme, groß andere Sachen mehr anzugucken. Und das ist schon alles krass, was die zeigen, aber stimmt das alles? Mhm. Und wie gesagt, in dem Video zu uns halt sagen, ja, Moment, das hier mit dem Taliban und hin und her, aber wieso wird denn nie irgendeiner von diesen Anführern irgendwie mal befragt oder interviewt? Ja, ich meine, gut, kann natürlich daran liegen, dass einfach jeder tot ist, der da irgendwie hinkommt. Und, ja, genau. Aber ganz ehrlich, du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt nur, was die Medien dir zeigen.
Und wenn die sagen, der ist böse, und wenn die sagen, der hat hier Raketenangriff oder der hat hier Giftgras, dann musst du das erstmal glauben. Also insofern ist es schon, wenn das nicht objektiv ist, ist das schon echt eine gefährliche Macht, ja, die da auch ein ARD/ZDF hat. Ja, wo man jetzt eigentlich sagt, naja, Ja, sie die sind. hatten sich ja jetzt letztens erst entschuldigt. Ja, für was? Für die Mainzelmännchen Ne, für die Berichterstattung in der Ukraine-Krise. oder was? Wieso das? Ja, weil sie. Weil es so einseitig oder was? Ja. Okay. Mehr, wir müssen Also auch sie haben mal gesagt, Russen befragen, ja, ja. wir genau, wäre ihre journalistische Pflicht. Aber sie kommen sie ihr jetzt nicht nach. Musste man jetzt auch verstehen, und sie hätten das Recht, ihr nicht nachzukommen, und sie werden Was? genauso weiter berichten wie bisher. Was? Okay. Okay, herzlichen Glückwunsch. Na. Insofern ist es. Warum habt ihr denn überhaupt jetzt was gesagt? So nach dem Motto. Das habe ich dann Naja, weil es überhaupt halt nicht um verstanden. 20 Uhr kommt die Tagesschau, dann muss ja gefüllt werden Ja, mit aber warum Beiträgen, entschuldigt man sich dafür, dass man seinen Job nicht tut, und anschließend sagen, man macht seinen Job ne? nicht? Ja, wahrscheinlich, weil irgendjemand da den angegangen ist. Also ich glaube nicht, dass die von sich aus so, oh, Entschuldigung, wir haben eigentlich, das war alles Quatsch. Aber ist halt so, Naja. und Ja, ich man weiß muss nicht. heutzutage echt gucken, wo man seine Nachrichten herkommt. Ja, aber Ja, aber wenn du was. wo ist das? Ja, was willst du gucken? Ja, Möchtest du eben. etwas gucken über die Wahrheit in Amerika? Ne, da kommt ja Guck nichts. Al Jazeera. Ne, das ist eben das Problem. Also ich glaub wirklich, also wenn du jetzt in Russland lebst und Ja, oder guck da Nachrichten genau hörst von Russland deinem. TV. Ja, Ja, genau. guck Russland TV über mit amerikanischen Nachrichten. Du wirst die Missstände von Amerika dort einfach die Wahrheit hören, weil es ist einfach so. Braucht man nicht drüber reden. Es gibt in Deutschland genügend Missstände, es gibt in den USA genügend Missstände, und die werden die natürlich propagandamäßig ausschlachten. Ja, das tut der Ja. arabische Raum, das tut der russische Raum. Also wenn du wirklich Ja. die Nachrichten und die Wahrheit über ein Land hören willst, guck dir die Nachrichten des Feindes an. Ist Ja, natürlich aber es ist halt. sprachlich etwas schwierig. Ja, aber der Feind hat ja auch Interessen, ne? Also der. Er bringt natürlich viel davon. Also ganz ehrlich, amerikanische Nachrichten sind jetzt nicht so spannend, ne? Da Kommt wird auch drauf ganz. an. Ganz Kommt. schnell mal, Breaking News, die Ja. Facebook-Seite ist halt eine halben Stunde down. Was ist da los? Oh mein Gott, Ja. Amerikanische ja. Nachrichten musst du zweimal gucken. Und Ja. zwar einmal von einem republikanischen Nachrichtensender und einmal von einem, wie heißen die anderen, demokratischen. Ja. Die bringen komplett unterschiedliche Nachrichten. Ja, das mag schon sein, aber trotzdem. Und Ist wahrscheinlich beides irgendwie nicht so. Und unbedingt. hier ist es ähnlich, ja. Du kannst in Deutschland kannst du sagen, okay, ich gucke auf der einen Seite die privaten, und ich gucke auf der einen Seite die staatlichen. Und die haben unterschiedliche Ansprüche. Die einen wollen natürlich Propaganda und Meinungsmache machen, um Einschaltquoten zu erreichen. Was die Öffentlich-Rechtlichen wirklich wollen, ich kann es mir noch nicht mal ausmalen. Ja, weil man weiß es halt nicht. Also entweder die wollen auch sagen, oh, hier Zuschauer, Ist oder da fließt irgendwo eigentlich Geld ihr und Bild, ja hier. genau, ist es eigentlich nicht ihr Auftrag. Der Der Auftrag, ich meine, ganz Auftrag, ehrlich, ich ja, meine. aber es ist halt so. Ja. Ich meine, die kriegen ja oft genug auf den Deckel von wegen, ja, wieso gibt ihr das Geld für irgendwelche Internetauftritte Ja. aus? Ja. Ja. Es ist sowieso alles kaputt. Ich weiß, bei dem Tagesschau-Podcast ist das ganze Fußballzeug dann immer, ja, nee, müssen wir leider ausblenden, rechtlich, haben wir keine Lizenz für Internet, wir dürfen es Ja. nur im Ja. Live-TV. Ist alles kaputt. Ist kaputt. Funktional kaputt. Ich habe es irgendwann mal angefangen, so, ha? Guckst du dir Quarks und Co. an? Gut. Ja, ist eigentlich, finde ich gar Finde nicht so ich schlecht, ne? super cool. Ich bin ein großer Robitaille-Fan, aus dem ist das ja entstanden.
und so weiter. Oh, die Hobbithek, ja, oder Ja, Joachim Bublatt. aber Den guck haben sie es auch dir nicht abgesägt. im Internet an. Weil dann kommt auf einmal die Wieso? Sendung und sagt, Ja. dann kommt dann so, ja, und hier ist die Grafik dazu und dann wird in die Grafik eingeblendet, darf im Internet nicht gezeigt werden. Und dann steht also, kommt, Leute, das meint ihr echt nicht ernst, Was, oder? die Grafik, okay. Also bei So, Fußball stehe ich es noch, weil das sowieso der alles folgende kaputt ist. Aber. Videoausschnitt darf im Internet nicht gezeigt werden. Ton läuft. Ja. Und das Bild ist einfach geschwärzt, komplett. Ja, das ist. Diese Lizenzrecht ist einfach kaputt. Ja, das ist genauso, warum YouTube so. Ich meine, es ist ein bisschen besser geworden, aber sehr viele Dinge kannst du ja trotzdem nicht sehen, weil in ihrem Das Land ist ist es so leider nicht super. erlaubt. Ich habe ein paar Musikkünstler abonniert bei YouTube. Ja, Ja, habe ich jede die Menge, kann man ein paar Titel. So, da ist zum Beispiel eine coole Bassistin bei und hat die jetzt, weiß ich, in dem letzten Monat 10 Lieder gecovert. ach, die mir schon mal gezeigt Genau, hast, die das so ganz krass. ja, genau, die spielt echt super krasse Sachen. Und man sich, wie kann man mit Ach, der weißt du was? Handbewegung das machen? Ja, lass mich weiter. Moment, als Belohnung für alle, die immer noch zugucken, packen wir den Link zu diesem krassen Video, wo die so Ja, wo ich mir Rage denke, das ist Against the Machine. eigentlich, Ja, den packt man ja, das rein. ist so krass. Den packt Ich man rein. verstehe es nicht. Die Spiele, das ist irgendwie komisch, aber irgendwie funktioniert. Genau, und dann Ja. hat sie jetzt, was ich, 10 Videos in einem Monat gecovert und die sind alle Die ist super super. cool. Und dann ist eins von Michael Jackson dabei, darf in Deutschland nicht gezeigt Ja, nee, Michael Jackson, das ist schon werden. doof, Der ja. Typ ist tot. Das ist, ja, nein, aber die Plattenfirma, ja, das ist, die haben ja Das rechtlich, ist ja dann, war seine. so, ja, aber die hat ja jetzt jemand geerbt und der will natürlich auch, Es ist so, muss ja Geld es weiter ist so. rauskommen. Ja, und es würde auch rauskommen, wenn der Cover erscheinen würde. Aber naja. Wie gesagt, das beste Beispiel ist, ich glaube, es war Madonna, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab eine Madonna, irgendwie kam eine neue CD raus oder irgendwas, keine Ahnung, und die hat weltweit einen riesen Werbeetat am Start gehabt und hat diese neue CD oder diese neue Single oder das neue Lied, ich weiß es nicht mehr, wirklich groß rausgebracht. Und es gab einen riesen Internetauftritt und es gab einen riesen YouTube-Auftritt. Von ihr, also ja, also wirklich von, nicht irgendwie ein Cover, sondern wirklich sie. Sie wollte da. So. Und in Deutschland, weil Muss sie natürlich YouTube da selber auch, gehen. ja, da hockt ja keiner dort. Da hockt ja keiner da und hört sich die Musik an und sagt, das ist aber Madonna, da muss man mal in der Liste gucken, eine Excel-Tabelle aufmachen. Nee, Madonna ist eher schlecht in Deutschland. Nein, das sind ja auch alles Computer. Ja? Insofern, der Auftritt in Deutschland von Madonna hat nicht funktioniert, weil einfach die Videos alle gesperrt waren, bis die wahrscheinlich irgendwie einen bösen Anruf gekriegt haben bei YouTube und das alles wieder dann, oh mein Gott, ja stimmt, ja da hat der Computer zugeschlagen. Wir aktivieren das schnell. Das war alles down. Das ging in Deutschland nicht. Ja, die ganzen Videos waren nur in ihrem Land leider nicht erlaubt. Und das ist super, weißt du, da klickst du auf irgendeinem Werbebanner. Denkst du, ach, Madonna mag ich eigentlich. Ach, eine neue CD. Und dann klickst du drauf. Und dann, nur in ihrem Land, das ist aber nicht erlaubt. Und das ist halt so kaputt. Die sollen sich bitte echt langsam alle einigen. Was soll denn das? Wird Ich nicht schaue auch funktionieren. gern. Ich schaue auch gern Werbung oder von mir aus, ganz ehrlich, ich schaue echt viel YouTube. Ich würde echt sogar Geld einwerfen, glaube ich, um es zu gucken. Aber bitte lass die Videos zu. Ich habe schon so viele Videos gesehen, die so klasse waren, die in Deutschland bis heute nicht anklickbar sind, die einfach nicht. Und da geht es nicht mal um irgendwie Musik. Ja? Ich hab einen, es war ein Werbespot sogar von, ich glaube, irgendwie Diners Club oder American Express, wo einer, der steht frühs auf, ein geniales Video, steht frühs auf und irgendwie macht sich fertig, bla bla bla, geht irgendwie in einen Raum und auf einmal, das ist so das Ende von einer Wasserrutsche. Und dann springt er in diese Wasserrutsche rein, ja, und rutscht in ein wirklich, wahrscheinlich alles aus dem Computer, aber wirklich super cool gemacht. Dann rutscht er diese Wasserrutsche runter, rutscht irgendwo bei der U-Bahn vorbei,
Ja, hält seine Karte natürlich hoch, von wegen, ja, ich zahle jetzt für die U-Bahn. Rutscht da weiter, dann irgendwann, ach, jetzt hätte ich Hunger, hält die Karte wieder hoch an so einem Scanner vorbei, holt sich seine Donuts, ich weiß es nicht. Quasi bis zur Arbeit, ein wirklich so geniales Video. Und bloß weil da irgendeine fucking Musik ist, wo ich nicht mal wüsste, welcher Dings das ist, also welcher Komponist, welche Gruppe, keine Ahnung, ist das blöde Video gesperrt in Deutschland und ich muss es mir per VPN Ja, die anschauen, sollen den ja, Leuten und halt einfach Geld geben und dann ist doch gut, verdammt nochmal. Es ist doch nicht, dass wir es umsonst gucken wollen. Es ist doch nur, ja, na, die sind, ja, die, ich glaube, die wollen denen ja Geld geben, aber hier die GEMA will halt mehr Geld als alle weltweit, alle anderen, alle sind zufrieden, nur in Deutschland die GEMA sagt, nee, Moment, ist ja hier pro Klick, da kriegen wir, wollen wir aber 3 Cent mehr. Ich verstehe es ja auch nicht. Ja, und vor allem, wenn dann ein Werbespot, ja, der im Endeffekt Ja. bezahlt wird, der wahrscheinlich ein Schweinegeld gekostet wird, dass der gezeigt wird. Und die wollen doch auch, dass der in Deutschland läuft. Die wollen doch sehen, die wollen doch, dass die Leute sehen, ach Mensch, American Ja. Express ist ja geil, da kann ich ja überall, auch wenn es natürlich nicht so ist, Natürlich ja. nicht, aber Ja, ich habe hier keine Wasserrutsche. Nein, aber du kannst mit der Karte auch nicht überall so einfach ihm vorbeigehen. Das ist halt alles, ja. das dauert noch 10 Jahre wahrscheinlich, aber, und dann hältst du eher Naja, mit Apple deine funktioniert Uhr das, hin. genau. Mit Apple wird es schneller werden und dann hältst du deine Uhr und deine Ja, in Deutschland dauert das fotokopierten auch, Dinger. Güte. Wir werden sehen. Das dauert alles so lang. Ja, aber wir sind ja auch mit dem Zahlungssystem Neuland-Internet. sind wir effektiver wie Amis. Ja, Ja, die online. Amis haben PayPal. Uff, ganz ehrlich. Nein. Ich sag mal, Zahlungsverkehr, so als hier von Ja, wegen, aber PayPal haben sie auch erst man seit muss 5 Jahren. Vielleicht seit nicht. 10. Und davor gab Ja. es ausschließlich Scheck versenden oder Kreditkarten. Eine Ja, das ist ja heute auch. Ja, das ist Überweisung kennen die nicht. ja, gut. Man muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein, aber ich meine, dieses Scheck-Gelump ist Ja, natürlich aber ein Rotz. Scheck mit der Und. Post durch die Gegend zu schicken, ist doch eine. Ja, sorry. Ganz ehrlich, das hättest du in Postkutschenzeitalter noch machen können, aber. Ja, da kommt es wahrscheinlich her. Ja. Ja, du, die sind sehr traditionell. Gut. Ne? Pass Von auf, wegen wir hier, du machen musst jetzt noch mal, dein Grundstück bewachen was mit war einer jetzt Waffe. eigentlich das Genre fürs nächste Mal? Das war, aber ich Du hab's ja auch wolltest, schon du gesagt. wolltest, du, aber ich werde die Serie jetzt nicht gucken. Nein, also jetzt einen realistischen Ja, Ansatz ja. und dann kann ich mir noch mal was überlegen. Studio Ghibli. Irgendwer Aua. schießt mit Pfeilen. Na, Pfeile sind ja okay, dann ist er wenigstens ja draußen. Ist auch draußen. Ja, ich muss mal kurz hier zu dem Skelett, das hilft alles nichts. So. Ach, da ist der Wolf mitgerannt. Das ist ja Ja, geil. natürlich, der, ja, braver. Du bist ja braver. Das Haben ist wir hier echt noch das so. Steak? Ja. Moment, ich hab das, glaube ich, noch. Was? Ghibli? Oh, ist ein braver. Wer greift mich denn jetzt an? Das ist ein braver. Geht's noch? Ja? Ja. Ja, du wirst mich halt auch wieder getroffen haben in deinem Eifer. Ja, Ja, mit und? deinem. Naja, und dann? Braver Hund, oh, braver. Ja, du bist ja braver. Geht's dem Oh, eigentlich gut? ich bin ja ein braver. Ja, geh in deine Ecke. Ich töte auch Welpen. Nein, das ist kein Welpe, Der sieht aber der klein ist aus. brav. Nee, lass ihn ja, der sitzt Der gerade, hat mich deswegen sage ich gebissen nein. gerade und ganz schön, Ja, also. soll er auch, du hast mir wehgetan wahrscheinlich. Ich bin ja ein Du hast einen braver. Pfeil im Kopf. Im Hinterkopf. Ja, und überall In der anders auch. Kniekehle oder in sowas. Auch von vorne sieht man es aber fast gar nicht. Schau, wenn ich so mache. Ja, ist richtig. Stehe ich hier einfach nur mit meinem treuen Hund. Ja, so. Nein, ja, dann sieht man da wieder. Naja, ein bisschen sieht man. Ja, Studio Ghibli. Studio Ghibli. Ja, ich hoffe, das sagt dir jetzt, weil ich meine, du hast ja vorhin mit Studio Ghibli eigentlich angefangen. Ich? Ja. Ich Du habe hast damit vorhin irgendwas. angefangen. Ja, du hast irgendeinen Film erwähnt.
Das wandelnde Schloss. Nee, das ist nicht das wandelnde Schloss, aber. Chihiros Reise? Nee, irgendwas hast du gesagt. Wie schreibt sich denn Ghibli? Ja, jetzt bin ich gleich tot. Also ich habe den Begriff schon mal gehört. Und ja. oh, ich bin gerade Game Ja, weil du wahrscheinlich wieder gerade wieder im Internet rumsurfst. Ja, das hat aber damit leider nichts zu tun. Studio Ghibli. Das wäre, also ich habe fast alle Ja, wie gesehen. schreibt man Ich denn muss dann? sagen, der Sohn hat es leider nicht ganz so drauf wie der Vater. Was? Ja. Ja, Studio, da gibt es halt einen Japaner, der da diese ganzen Filme gemacht hat, und jetzt macht der Sohn Filme, und die sind nicht ganz so gut. Der Vater hat schon mehr drauf. Ja, und das ist ein schönes Film-Dingens. Das ist auch hier für. Da können wir auch mal wieder eine Folge machen, wo nicht explizit ist. Reden wir einfach ein bisschen über das wandelnde Schloss oder Chihiros Reise im Zauberwald oder Nausikae oder so aus dem Reich der Blablabla. So, meine Kamera ist jetzt zum zweiten Mal ausgestiegen. Das heißt, das ist jetzt schon eine fast 100-Minuten-Folge. Macht nichts, meine ist ja schon lang aus. Also die ist jetzt schon so leer, der Akku, wahrscheinlich kriege ich das Video gar nicht mehr runter. Der hat auch das Video vergessen. Ach, oh Gott. Okay. Ach, so schreibt sich das. Oder Totoro, ich sage nur Totoro. Ja, Oh, ein wunderbarer Film. Hätte ich hier auch alle im Regal stehen. Also bis zur nächsten Folge musst du die alle gucken. Und die sind wirklich, ich. die, also die kann auch hier mit Arthur, vielleicht nicht alle. Es Nee, gibt nee, auch, nee, 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 vielleicht nee. findest du es ja auch raus, es gibt einen sehr krassen Die Film, weil die Japaner letzten schon ein bisschen komisch Glühwürmchen. sind manchmal. Die letzten Oh Glühwürmchen ja. ist schon krass. Oh, der ist übel, ja. Der Ja. ist richtig übel. Prinzessin Mononoke Ja, der ist ist ja schön. jetzt auch, also der hat auch wieder, das sind ja keine Happy End Filme. Alle nicht. Wandelndes Schloss Ne, ist die jetzt sind auch sehr nicht. gesellschaftskritisch und vor allem Ja. umweltpolitisch interessant, weil es da sehr viel so, ja, und ich bin hier im Wald und bin mit dem Wald verbunden, und Gaia ist natürlich auch jetzt hier für Minecraft, da ist auch der Bezug zu Minecraft. Gaia, ne, du willst Gaia ja töten, ne, ist nicht okay, Also, weil wenn Gaia mal tot ist, dann ist halt hier vorbei mit der um es Welt, so ne? zu Naja. formulieren, davon würde es nicht einer in die Ne? engere Auswahl schaffen. Nein, 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 nein. Ja, dann hast du dich disqualifiziert. Ja, hier, Whitelist. Ich nehme gleich mal in die Whitelist. Ja, Der ist, nehme ich der, die mal. sind cool. Die sind wirklich Nehme gut. ich mal in deine Invite-List. Nee, ehrlich Mein, nicht. nein, ja, du fliegst da raus. Das ist ja das Ja, Problem. ja, ja. Also, Studio Ghibli Passt schon. ist wirklich, also kann man sehr empfehlen. Nicht alle, aber viele von denen sind Nee. echt super. Ja, man kann sie mal gucken, aber boah, nee. Nein, und die sind auch schön. Die sind Ja, auch, die gehen auch nicht schlecht aus. Also dem Studio Dings, doch. Die nein, ja, letzten in den Glühwürmchen Glühwürmchen, ich meine, ist. das ist halt, da geht's halt auch im Real Life schlecht aus. Das ist halt so. Aber es gibt echt sehr viel sehr schöne Filme, so ein bisschen Steampunk und so weiter. Also echt, echt Mononoke geht schön. doch nicht gut aus. Die gehen eigentlich alle gut aus irgendwie. Nur das mit dem Glühwürmchen. Und dann gibt es ja noch das mit den auch so Glühwürmchen-mäßig. Oh, den habe ich auch. Wie heißt denn der? Ah, Barfuß durch Ja, Hiroshima. nee, nee, das ist Der ist aber nicht natürlich von auch denen. krass. Der ist aber nicht von denen. Oh. Das Nee. kann sein, aber das ist so aus der gleichen Ecke Ja. zumindest. Ja gut, Manga können wir natürlich als generelles Thema nehmen. Ja, wobei Manga, ich sehe das ein bisschen differenziert. Also, Ja, oder das machen wir nächste Folge. Also es ist jetzt es echt gibt, spät glaube ich, und ich 1000 glaube. Mangas, die ich noch nie gehört habe und auch froh drüber bin. Aber Studio Ja. Ghibli ist wirklich eine Empfehlung. Okay. Ja, sind echt sehr schön. Und wenn du ein bisschen aufs Alter guckst, Nee, ist auch ja. wirklich hier für Kinder. FSK Ja, nicht.
Ja, also die sind hier Kikis Lieferservice. Der ist ja auch ein sehr netter Film. So eine Hexe, die dann auf ihrem Besen und so was. Und so eine Ja, Katze. Ach, die Katze das ist gehört zu den super. ersten Werken. Ja. Ja, das ist ja das Problem. Die neueren Sachen sind dann eher, das macht dann der Sohn. Aber Es ist Kikis halt das Wandel. Lieferservice. Das wandelnde Schloss ist, glaube ich, so das berühmteste und. Chihiros Reise ist eigentlich so, dass das ist, Ja. man muss mal gucken vom Alter her, weil dann in einer Szene dann praktisch die Eltern quasi in Schweine verwandelt werden. Das ist ein bisschen, naja, und aber also selbst als Erwachsener, also die sind schon echt gut. Oh. Ja, also ganz ehrlich, Ja, wie das ist das gesagt, Thema. sehr gesellschaftskritisch und nicht seichte Unterhaltung. Ich bin da der Mainstreamer. Aber egal, das klären wir nächste Woche. Ja, du, und Wenn ansonsten, falls es nicht überhaupt, klappt, also. dann halt doch Richter Alexander Holt. Wenn du da mehr. Da kenne ich mich aus. Da kennst du dich aus. Ja, du warst ja auch zweimal engagiert, ne? Du warst ja, hast ja da über Probleme geredet. Da Warum war es du. beim Holt. Ne, oder war das Salisch? Ich weiß gar Oh. nicht mehr. Also irgendwo Nee, warst du aber ja es wirklich war im. einer von den beiden. Ich glaube, es war der Holt. Und zu dem Zeitpunkt war das immer noch so alles. Das ist ja hier alles mit wirklich mit den Leuten und alles ist Ja, hier es ist echt alles, und ist überhaupt. alles echt. Ja, natürlich. Und Also wenn da kennst du jemand was diesen anderes braucht. kennst du vom Big Brother diesen Christian? Das war so ein Totalproll. Der war zwar Polizei, Ach, irgendwas. jetzt wo der Polizei sagt, sagst du mir irgendwas, aber Ja, eigentlich ist er mehr so und der der ist Jürgen relativ. und Ja, nee, das waren irgend so ein ein, zwei anderer. Staffeln später. Zlatko? Ja, genau. Aber der Typ hat halt auch alle aufgemischt in dem Haus und ist dann, ich sag mal, so Mitte der Staffel ist der rausgeflogen. Ich weiß nicht, wo der war, drei oder vierte Staffel war der Naja, solche dabei. Leute wollen die doch. Ja. Genau, und anschließend irgendwann ist der in einer alten Folge gezeigt worden, also da war er ein paar Jahre jünger noch, als Laienschauspieler bei dem Holt. Und da war dann schon irgendwie, sorry, aber das ist doch jetzt, das ist doch auch alles aufgezeichnet. Vor allen Dingen hat er eine komplett andere Person gespielt. Und erst da haben die dann langsam angefangen zu sagen, ja, wir nehmen jetzt hier schon Laienschauspieler und wir nehmen das alles hier auf und überhaupt. Und das gilt ja inzwischen für alles. Ja, du, Showbusiness halt, ne? Das ist halt, Ja, da ist nix übelst. echt. Übel. Naja. In dem Sinne. Ja, wieder eine kurze Folge diesmal. Genau. Man sieht sich. Und Habt Spaß. ja, Und macht's ich gut. glaube, die stellen wir eh nicht online. Wer will die schon Doch, glaube sehen? ich schon. Doch, Echt? ach, die schneide ich in 25 Teile Oh und Gott. dann habe ich wenigstens ein bisschen Material. Aber ich Bitte fand das sagt mir lustig, ein das war. End. Bitte, bitte sagt mir ein Gen drüber, das. Weil. Ich habe keinen Bock, über schlechte Animes zu reden. Sagt uns ein Nein, das Thema. Thema ist Schreibt super. es in die Kommentare, bitte. Ja, sehr gute Animes. Also wer sagt, dass Studio Ghibli schlecht ist, gerade die älteren Sachen, der wird hier gleich gebannt, glaube ich. Ja, Das ist, besser ja, auf so. YouTube kann man auch Leute, Daumen runter, wenn ihr Nee, meint. nee, Oder nee. Daumen Nee, nee, hoch. nee, nee, Hauptsache, ihr bewertet uns. In Ja, dem uns Sinne. natürlich Daumen hoch. Nein. Ja, in dem Ja. Sinne, Habt habt Spaß Spaß und man sieht weiterhin sich. und ja, bin mir ganz Tschüss. sicher. Servus, ciao. Wer läuft denn da? Du wolltest sogar Ich hab, ohne nee, ich mich hab, ich hab, ich, abfahren. ich hab, ich hab, ich hab Ersatz gefunden für Dann dich. gehe ich halt wieder. Jemand, der Gehe nicht ich halt wieder. widerspricht. Nein, wenn du jetzt wieder Zeit hast. Vorhin hast du ja irgendwas gemeint von wegen hier, ne, du willst lieber irgendwie was bauen und wie wir reden. Schau, ich werf dir Oh, hier einen nee, ich Stich hin. bleib nicht da draußen. Da ist mir viel zu nass, viel zu. Wie Ja, viel dann. Nass regnet noch bei dir?
Ja, dann bauen wir mal eigentlich hier. Dann machen wir heute mal eine Dreierrunde. Möchtet ihr übrigens daran? Ja, super. Vielleicht an den Tisch. Ich habe welche? Ja, ne, ich habe also, war hier gerade. Wenn auch ihr